herzlich willkommen zu Schlag den Raab. Live aus Köln. Und hier ist Ihr Spielleiter, Matthias Obdenhövel. Guten Abend. Hallo, vielen Dank. Hallo, Olaf. Guten Abend. Dankeschön. Danke sehr. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur vorweihnachtlichen Ausgabe von Schlag den Raab. Dankeschön. Ja, es ist eine besondere Show heute Abend. Schlag den Raab mit links. Sie haben es vielleicht mitbekommen, Stefan Raab hat sich am vergangenen Wochenende das Handgelenk gebrochen an der rechten Hand, meine Damen und Herren. Das heißt, er und auch der Kandidat werden heute alles mit der linken Hand erledigen müssen. Ja, so wollen es die Regeln. Meine Patschehändchen sind heile und da drin baumeln 1 Million Euro. Das ist doch mal ein Weihnachtsgeld, oder? Ja, 5 Kandidaten haben heute die Möglichkeit, dieses Geld mit nach Hause zu nehmen. Wer wirklich die Chance hat, das entscheiden wie immer Sie. Jetzt aber erstmal zu dem Mann, der heute antreten wird, obwohl er eine Schraube in der rechten Flosse hat. Der Edelkrieger ist verletzt. Es geschah ausgerechnet an seinem freien Skiwochenende. Die Abfahrten meisterte er wie immer mit Leichtigkeit. Die Probleme kamen beim Après-Ski. Und damit war das Dilemma besiegelt. Das wird ihn jedoch kaum einschränken, denn verletzt ist er gefährlicher denn je. So zermalmte er die kratzbürstige Boxweltmeisterin damals auch schon mit der linken, als seine rechte Hand verletzt war. Seine schönsten Tore schoss er mit verstauchtem Zeh. Und seinen besten Tanz legte er ganz ohne Arme und Beine hin. Keine guten Aussichten für die Gegner. Schade, wo doch gerade dieses Mal im Jackpot eine weihnachtlich satte 1 Million Euro liegt. Aber im Wettkampf ist er schließlich nicht das Christkind. Ganz im Gegenteil. Hier ist die linke Hand des Teufels. Und er gibt Pfötchen, meine Damen und Herren. Hier ist Stefan Raab. Ja. Was ist denn da los? Ja, das kann man nicht weiß machen. Es nicht. Nein, eigentlich geht es mir ganz gut. Ja, ich kann die Hand da nicht mehr gebrauchen. Also alles andere kann ich machen. Ich war noch gestern Abend mit Florian Silbereisen am Glühweinstand randalieren. alles klappt, aber das halt mit der rechten Hand geht es halt nicht so gut. Doof, ne? Ja. Ja, alles heute mit links. Ist da selbst ein abgewichster Showprofi wie du ein wenig unsicher? Ob der Aufgabe? Ich lasse mal auf mich zukommen. Ich finde es ganz interessant, weil sämtliche Fähigkeiten sich ja dann meist immer auf die rechte Hand beschränken. Da stehen ja jetzt alle vor einer neuen Aufgabe. Insofern finde ich es fast interessanter als sonst. Siehste, was kannst du mit rechts oder mit links? Mit links, ja. Reißverschluss zumachen geht? Da hört es aber auch schon auf, ja, oder? Ja, das war's im Prinzip. Sehr gut, da freuen wir uns drauf. Aber auch deine großen Vorbilder, deine beiden sind Linkshänder. Kermit der Frosch und Justin Bieber. Insofern ist so? Ja. Das ist so. Insofern muss das auch ein bisschen beruhigen, oder? Absolut. Hast du eigentlich Schmerzen? Nimmst du Schmerzmittel? Nein, nein, das ist schon lang vorbei. Also das ist nur noch, es muss nur ruhig gestellt bleiben. Das ist eine sehr langwierige Sache. Es dauert so bis 3 Monate, darf man das nicht belasten. Oh. Und das ist das Problem. Ja, das ist sehr traurig, aber da musst du durch. Augen auf bei der Berufswahl, meine Damen und Herren. Hier ist Heiko. Hallo Heiko. Das ist Stefan. Alles gut? Ja. Ja, Heiko. Krass. Geil. Schon wieder unterschätzt. Untersteht er. So, das müssen wir jetzt mal klären. Du bist aber Rechtshänder. Ich bin Rechtshänder, ja. Am Baseball nimmt man natürlich beide Hände, genau, aber zum Beispiel, wir haben es ja gesehen, beim Squash ganz normal alle Ballsportgeschichten oder wenn du irgendwas in der Hand nimmst, dann mit rechts. Mit rechts. Das heißt, heute auch, genau wie Stefan, alles mit links. Ja? Ich werde es immer wieder erklären.
So, trotzdem bleiben die Regeln natürlich dieselben. Wir haben 15 Spiele vorbereitet. Die sind in ihrer Wertigkeit natürlich steigend. Fürs erste Spiel 1 Punkt, fürs zweite Spiel 2, fürs dritte Spiel 3 und so weiter und so fort. Bis hoch zu Spiel 15. Dafür gibt es 15 Punkte. Rechnet man alle Punkte zusammen, kommt man auf eine Gesamtpunktzahl von 120. Die Hälfte ist 60. Wer also heute Abend als erstes 61 Punkte hat, der hat diesen Abend gewonnen und geht mit 1 Million Euro nach Hause. Das gilt natürlich nur für Heiko, denn wenn Stefan Raab heute gewinnen sollte, dann spielen wir am 15. Januar um 1,5 Millionen Euro. Und so könnte dieser Abend theoretisch verlaufen. Ich zeige euch mal unsere schöne Anzeigentafel, die werden wir des Öfteren sehen heute Abend. Heiko gewinnt das erste 1 Punkt, Stefan gewinnt das zweite Spiel 2 Punkte, Heiko das dritte, dann hat er schon 4. Stefan das vierte, dann hat er schon 6 und so weiter und so fort, immer schön abwechselnd. Das war in der letzten Sendung nicht der Fall, da war es etwas eindeutiger, Stefan, wir erinnern uns, aber wir sehen Heiko, er macht keine Verwandten an so einem Abend, ne? Wird nicht passieren. Ach, wird heute nicht passieren, sagt er. Gut, wir sind gespannt. Irgendwann könnte im Abend natürlich sowas passieren. 49 Punkte vor Spiel 14, das wäre ein sogenanntes Matchballspiel, denn wenn du das gewinnen solltest, hättest du wie viel? 1 Million Euro. Nee, ja. Sehr gut. Ich hab auch gar nicht auf die, ich hab gar nicht da drauf. Ja. Scheiß auf die Punkte, Hauptsache die beiden Koffer. Ja, du hast es begriffen, so läuft es. So, dann nimm mal Platz. Er wartet nur, bis der Flitter von der Decke kommt und dann freut er sich. So, zwei Leute stelle ich Ihnen noch vor. Darf ich auch nur mit links trinken? Ja. Du musst nur mit links trinken übrigens. Und der Mann darf sogar mit beiden Händen telefonieren. Das ist unser Notar Dr. Richard Böhr. Schönen guten Abend, Herr Dr. Böhr. Hallo und schönen guten Abend, Herr Aftenwürfel. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Wir machen es wie immer. Ja. Wenn irgendwas ist, Sie rufen an und ich gehe schleunigst ans Telefon. Genauso machen wir es. Sehr gut. Schönen Abend. Danke Ihnen auch. Tschüss, bis später. Oder hoffentlich nicht, falls Sie uns nicht mehr hören, schöne Weihnachten, Herr Doktor. Ja? Bis später. Und hier ist der Knecht Ruprecht unter den Kommentatoren, meine Damen und Herren. Frank Buschmann, Namen Buschi. Ja, wunderschönen guten Abend hier aus der Kommentatorenbutze. Und wenn er auch nur ansatzweise das hält, was er in dem Filmbeitrag versprochen hat, wie er gerade bei diesem schwierigen Rechenbeispiel von Matthias Obnövel reagiert hat, dann wird das ein launiger, ein richtig guter Abend. Und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Geht nicht, weil hier eine Scheibe vor ist. Aber Stefan, zieh dich warm an. Ich glaube, der Kampfknobel ist richtig gut drauf. Viel Spaß. Ja, er will ihn ja aus der Halle schießen. Und wir gehen mal rüber. Hallo. Sie sehen aber auch in normalen Klamotten toll aus. Dankeschön. Aber das mit dem Cheerleader-Outfit, bin ich natürlich ein bisschen traurig, dass Sie es heute nicht anhaben. Ne? Sehr, sehr gut. Und, ist er wirklich so locker? Ja. Ja? Ja. Was ist kriegen Sie denn eigentlich, wenn er gewinnt? Was ich dann kriege? Ja. Noch ein kurzes Röckchen wieder in grün? die Hälfte. Ach! Die Hälfte? Ja, müssen wir nochmal drüber sprechen. Ja, alles klar. Ja, ja, ich möchte da irgendwie keinen Stress heraufbeschwören. Also, toi, 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 Daumen drücken. So, Leute, jetzt geht's los. Kommt nach vorne. Ehevertrag? Nee. Aber gut. So, der Kampf um 1 Million Euro beginnt mit links hiermit. Laufen. Ja, fängt harmlos an mit links, könnte aber schon interessant werden. Ihr müsst mit einer Kerze laufen und zwar, kommt mal mit. Ja, Stefan macht sich schon frei, so ist richtig. Die Kerze nicht rausnehmen, sondern natürlich hier im Kerzenständer lassen. Und mit diesem Kerzenständer müsst ihr schnell laufen, einmal um die Pylone rum und dann wieder hier abstellen. Das ist die Aufgabe. Natürlich nur mit der linken Hand, die rechte kommt hinten auf den Rücken. Also so. Darf ich auch nicht da vor die Flamme halten? Nein. Muss auf den Rücken oder kann auch... Sie kann... Nein, sie muss auf den Rücken. Okay. Dann sehen wir auch, dass ihr damit nichts macht. Wer als erster seine brennende Kerze hier wieder abstellt, der gewinnt das Spiel. Wessen Kerze ausgeht, der hat verloren. Rückwärts laufen ist verboten, weil auch zu gefährlich. Ja? Ihr seid ja gehandicapt. Gehen beide Kerzen aus, gibt's eine Wiederholung.
Finger weg hier. Willst du hier bleiben oder tauschen? Mir ist es egal. Ja? Gut. Ich bleib hier. Da. Ja, ja, ich guck nur, ob der Docht auch gleich lang ist. Ja, so natürlich. Fängt irgendwelche Fragen, Heiko? Keine. Keine? Rechts rum, links rum, scheißegal. Einmal um die Pylone rum. Nur Franz ihn nicht weg, ja, da hinten. Hinstellen, Stefan. Moment, wenn die Kerze jetzt da rausfällt, wo kann ich nur an hier an? Angriff. Am Griff, okay. Ja. Die soll auch ein bisschen wackeln. So, so. Hier darfst du einmal am Griff. Ihr dürft schon anfassen, aber die Kerze oder den Ständer so, noch einmal nicht rum, hoch. Ja? Einmal rum, hier wieder ankommen und hier wieder abstellen. Wenn das ist ganz wichtig. Ist, dann ist, und ist sie muss anbleiben. Ja? Ja, ja, ja. Alles verstanden? Nur einmal? Ja, nur einmal. Mhm. Wie rum? Ist egal. Ja, auch das ist nach wie vor egal. So, das dürft ihr schon machen, aber nicht anheben. Okay. Seid bereit? Stefan, weiter zurück. Ja. Weiter zurück. Okay. Auf die Plätze, fertig, los! So, das wird der kürzeste Live-Kommentar meines Lebens, denn das geht recht fix bei Heiko. Ist die noch an? Ja, ja, die ist, glaube ich, noch an. Jetzt. Ah! Oh, oh, komm, was ist jetzt los? Komm. Jetzt provoziert er da, aber Heiko gewinnt es. Heiko! Ah! Heiko hat gewonnen. Ja, Huibu, das Schlossgespenst. Der erste Punkt für Heiko, meine Damen und Herren. Kommt ans Pult. Das ist tricky. Ja, ganz, 1:0. Ganz. Da sieht man noch den professionellen Messdiener. So, das ist die Führung für Heiko, unseren Kandidaten. Die hätte ich gerne noch länger gemacht, die Strecke, wenn sie so 500 Meter. Ja, du darfst sie heute noch verausgaben. Zum Beispiel mit diesem hier. Spiel 2. Sortieren. Ich zeige euch Wörter und ihr müsst die Wörter alphabetisch sortieren. Herzlich willkommen in der dritten Klasse. So, wer meint, die alphabetisch richtige Reihenfolge gefunden zu haben, drückt OK. Und damit wird automatisch die Eingabe des Gegners geblockt. Dann wird aufgelöst und hat derjenige, der OK gedrückt hat, richtig sortiert, bekommt er einen Punkt. Andernfalls bekommt der Gegner einen Punkt. Und wer als erster 5 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Auf eurem Pult seht ihr jetzt links die vorgegebenen unsortierten Wörter. Rechts muss die richtige Reihenfolge stehen. Ihr klickt links ein Wort an, sucht euch rechts die Position, die ihr haben wollt. Ihr könnt das Ganze mit dem X dann auch wieder rückgängig machen. Dann wandert das Wort in die Ausgangsposition zurück. Auch hier gilt, Stefan, mit der linken Hand. Ach so. Ja. Ja, hier so leicht drauf tippen kann ich. Nee, das ist egal, was du kannst. Das sind aber die Regeln. Schlag den Ball mit links. Ich drücke auf den und dann auf das andere Feld. Ah, okay, alles klar. Ihr habt ja auch gerade das Beispiel, dann tobt euch da mal aus. Beispiel sind Flüsse. Wir haben. Du hast schon angefangen. Okay. Rhein, Donau, Elbe, Oder, Mosel, Inn. Das haben wir gehabt. Der Heiko war jetzt bei dem Beispiel am schnellsten. Schauen wir mal, wie der Heiko sortiert hat. Donau, Elbe, Inn, Mosel oder Rhein. Das sieht tendenziell richtig aus. Jetzt blättern wir mal in die richtige Reihenfolge und sehen, da ist kein Fehler. Das wäre dein erster Punkt, Heiko. Ja? Aber es war ja nur ein Beispiel. Alles verstanden, Freunde? Jo. Gut. Dann geht es los mit links. Ja? Und der erste Oberbegriff lautet Namen. Tom, Bill, Gustav, Georg, Kevin, Christian. Heiko war am schnellsten, hat als erstes OK gedrückt und hat wie sortiert. Wir schauen uns die Reihenfolge von Heiko an. Bill, Christian, Georg, Gustav, Kevin, Tom. Das sieht gut aus. Wir schauen mal. Kein Fehler. 1:0 für Heiko. Gott. Und was machen Kevin und Christian bei Tokyo Hotel, fragen Sie sich. Ja, 1:0 für Heiko. Nächste Kategorie jetzt für Sie. Tiere. Schwein, Schimpanse, Spinne, Schlange, Specht und Seepferdchen. Kann ich das auch noch umsortieren? Ja, ne? Ja, du kannst mit dem X wieder korrigieren. Boah.
Heiko. Boah, mein lieber Mann. Wenn, das, wenn du das geschafft hast, wenn du das so schnell gemacht hast, dann... Heiko war am schnellsten. Dann bist du gut, ja. Heiko hat auch schon ein Bäuerchen gemacht vor Freude, wie wir gesehen haben. So, wir gucken mal. Was hat Heiko sortiert? Schimpanse, Schlange, Schwein, Seepferdchen, Specht, Spinne. Und das ist... völlig richtig. 2-0. Boah, mein lieber Mann. Nicht schlecht. Für einen Rohrverleger, ja. 2-0. Moment, ich muss erst mal was trinken. Ja, auch mit links, völlig gut. So, weiter geht's. Der Wahnsinn. Wir haben Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Eine Überraschung, der Heiko war schneller. Was hat der Heiko eingegeben? 3, 1, 5, 6, 4, 2. Und das ist völlig richtig, 3-0. Stefan, machst du mit? Ja, ne? Nächste Rubrik, das ist was für Stefan. Polnische Städte. Oh, nee. Strelzin. Ihr lest es einfach. Sutom, Siedlce, Ulsus. Moment. Falsch. Einmal umgedreht. Mit welchem System machst du das? Das würde mich mal interessieren. Mit der linken Gehirnhälfte. Ja. Aber ist falsch. So, wir gucken erstmal. Ja? Nicht zu früh feiern lassen. So, das ist die Reihenfolge von Heiko. Siedlice, Sipik, Strelitzin, Sutsch, Schitschin, Schum. Ja, das würde Silbereisen auch nach 12 Glühwein so aussprechen. Und wir gucken, ist es richtig, meine Damen und Herren? Das könnte richtig sein. Es ist richtig. Sorry, Polly, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Was für ein System machst du da? Nach dem Alphabet. Ja, mach ich ja auch. So, komm weiter. Ja, vier kleine Matchbälle für Heiko ins Spiel. Jetzt Nummer. Weiß ich auch, jetzt geht's mit Spaß. Ja, genau. Es ist dieses Ding von A bis Z. Ja, wir müssen ja erstmal. So, nächste Rubrik: Metalle. Titan, Quecksilber, Zinn, Silber, Platin, Zink. Bei Heiko leuchtet es auf. So, Heiko war am schnellsten. Wie hat Heiko sortiert? Falsch. Platin, Quecksilber, Silber, Titan, Zinn, Zink. Wir lösen auf und was sehen wir? Da ist ein Fehler drin. Die letzten beiden, ne? Ja. Ja, Zinn und Zink hast du vertauscht. Das ist der erste Punkt für Stefan Raab, meine Damen und Herren, heute Abend. So, dann haben wir noch einen kleinen Matchball in diesem Spiel für Heiko. Und die Rubrik heißt, das ist was für Heiko, Früchte. Apfel, Mango, Litschi, Maracuja, Limette, Avocado. Ah! Heiko war schneller und wir schauen uns seine Reihenfolge an. Apfel, Avocado, Limette, Litschi, Mango, Maracuja. Und das ist richtig. Und damit gewinnt Heiko sortieren.
Respekt. Sehr gut. Das ist schon wieder ein Spiel, das an Heiko geht. Und damit geht er jetzt nach Spiel 2 mit 3:0 in Führung, meine Damen und Herren. Und hier kommt Spiel 3. Malen. Da hatte ich eine 6-. Da nickt der Kopf schon nach unten. So, kommt erstmal mit. Ihr müsst malen. Natürlich mit links, Freunde. Oh. Hier ist unser kleines Atelier. Ach du lieber, was? Ja, Jun. Erstmal zuhören, dem Onkel. Ja, so, okay. Ihr müsst ein Bild malen. Das Motiv geben wir vor. Ein Weihnachtsbaum. Okay. Und gemalt wird natürlich nur mit links. Dafür habt ihr gleich 10 Minuten Zeit. Hat. 10 Minuten. Und danach werden die Zuschauer zu Hause entscheiden. Wer das schönere Bild gemalt? Richtig. Nein. Doch. Aber die dürfen vorher nicht sehen. Du lass doch erstmal erzählen. Wessen Bild mehr Zuschauerstimmen bekommt, gewinnt das Spiel. Natürlich wollen wir niemanden in seiner Objektivität beeinflussen. Das heißt, ihr werdet unsichtbar für die Zuschauer zu Hause euer Bild malen. Absolut anonym, nämlich gleich in der Werbepause. Ja? Moment, jetzt. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ja. Dann kommen Fragen. Ihr dürft euer Bild nicht mit Buchstaben oder Zeichen kennzeichnen, die irgendwelche Rückschlüsse auf den Künstler geben. Ihr malt einfach einen wunderschönen Weihnachtsbaum. Wir filmen den Malvorgang, damit wir gleich... Was heißt Rückschlüsse auf den Künstler? Ja, du darfst natürlich nicht runterschreiben, hier, ich war es, Stefan. Also Stefan R. Punkt, ja? Oder... Ja. Weil wir zeigen die Bilder dann und dann sehen die Zuschauer nur... Ja, das nur ist klar, runterschreiben, aber da, darf ich was, wenn ich was male... Ja, was malen? Wenn er einen Baseballschläger malt, ja, der am Weihnachtsbaum hängt, ja? Dann weiß man doch, dass es ein Bild ist. Theoretisch ja, aber vielleicht hast du den ja auch gemalt, weil du denkst, Menschen Baseballschläger, das könnte ja eigentlich auch, ja? Verstehst du? Genau. Aber in welchem Haushalt hängt ein Baseballschläger am Weihnachtsbaum? Das ja, weiß ich nicht. Das wäre ja eine Möglichkeit für ihn zu sagen, das ist mein Bild. Ja, deshalb darf er das ja nicht. Deshalb lese ich ja die Regeln vor. Er darf keinen Baseballschläger. Nein, man darf keine Zeichen, die irgendwelche Rückschlüsse auf den Künstler geben. Also ich darf Elton zum Beispiel nicht an einen Weihnachtsbaum malen. Den Baum will ich sehen. Ja. Malt einfach verdammt nochmal einen schönen Weihnachtsbaum. Ja? Wir filmen das Ganze und dann können wir nachher bei der Abstimmung natürlich genau belegen, wer der Künstler war. Und außerdem haben wir natürlich noch Dr. Richard Böhr als Notar, der das Ganze überwachen wird. Irgendwelche Fragen? Ja. Nee. Ach gut. Heiko, such dir das Atelier aus, das oder das, was willst du? Links. Okay, ihr geht rein, ihr zieht euch erstmal hier einen Kittel an. Ihr malt noch nichts. Hier die schönen Turnschuhe könnt ihr euch auch mit den wunderschönen Schlappen... Muss ich den Kittel anziehen? Ja. Ja. Bedecken. Was hat denn für ein Spiel? Malen. Ja. Ja. Ein wunderschönes Spiel. Malen mit links. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie malt man ein Bild? Das schön ist, ja, das ist richtig. Gib dir einfach Mühe. Ja, das ist ja nicht der Punkt. Doch. Nee, der Punkt ist hier ein anderer. Ja? Du musst was anderes. Du musst eine andere Taktik am Start haben. Verrate ich dir nachher so. Okay. Du willst die Zuschauer für dich gewinnen, ne? So. Lass mal anfangen. Genau. Ihr geht rein, ihr malt bitte nur mit links, wenn ihr irgendwie die Farben oder so zurechtrücken wollt, dürft ihr natürlich dafür auch die rechte Hand mal benutzen, aber die Pinsel nur in der linken Hand. Und jetzt noch nicht anfangen, erst auf mein Kommando. Oder? Ja, es wird zugemacht. Ja? Also, zu den Vorhang und dann geht es auch schon gleich los. Erst wenn mein Kommando kommt. So, und dann beginnt gleich die Mahlzeit von 10 Minuten. Und wer gleich mit abstimmt, der kann natürlich auch was gewinnen, meine Damen und Herren. Dazu kommen wir gleich. So, seid ihr bereit? Ja. Hallo. Alles gut. Gut. Spiel 3 beginnt jetzt. Eure Mahlzeit von 10 Minuten beginnt jetzt. Schön malen einen Weihnachtsbaum mit links und Sie entscheiden gleich, welcher schöner ist. Also. Bleiben Sie dran, bis gleich bei Schlag den Raab, Spiel 3, Malen. Ja.
Zurück bei Schlag den Rab, meine Damen und Herren. Es geht um 1 Million Euro. Heiko führt 3:0 gegen Stefan und Schlag den Rab mit links heute. Und die beiden haben ein Bild gemalt. Sie haben noch genau 15 Sekunden Zeit in der Werbung. Ein Weihnachtsbaum mit links. Und Sie entscheiden gleich, wenn Sie die Bilder sehen, welches Bild Ihnen besser gefällt. Das sind die letzten Sekunden. Und Pinsel fallen lassen, Freunde. Pinsel weg. So. Die Werke sind vollendet und Sie werden gleich zu Hause abstimmen. Sie werden nur die Bilder sehen und alle Teilnehmer haben natürlich auch heute wieder die Chance auf ein Auto. Zusammen mit unserem Gewinnspiel ist das also heute die doppelte Möglichkeit. Und außerdem verlosen wir dann auch noch die Bilder. Also einen echten Heiko mit links, meine Damen und Herren, können Sie auch noch gewinnen zu Hause. Und jetzt bitte ich mal die Bilder herein. Ja, da sind sie schon. Das sind unsere beiden Weihnachtsbäume. Wunderschön. Darf ich vorstellen, das ist Baum 1, meine Damen und Herren. Aha. Mit vielen Kügelchen und wir haben hier Baum Nummer 2. Ist das noch Expressionismus oder schon Kartoffeldruck? Ich weiß es nicht. So, Sie rufen jetzt an. Für Baum 1 ist das die Telefonnummer 01379 36 36 1 und die 1 hinten. Oder Sie können natürlich auch hier per SMS abstimmen. Baum 1 ist der Inhalt an die 40.400 für dieses Exemplar. Dann ist das selbstverständlich Baum 2. Und der hat die Telefonnummer 01379 36 36 1 und hinten die 2. Oder Baum 2 an die 40.400 per SMS. Ich weiß, das ist eine schwere Entscheidung, deshalb lasse ich Sie mit diesen Bildern noch für genau 60 Sekunden jetzt alleine und Sie rufen jetzt noch an für Ihren Lieblingsbaum. Leitungen sind geschlossen. Die Entscheidung ist gefallen, meine Damen und Herren. Sie haben sich für einen Baum, Ihren Lieblingsbaum, entschieden. So, und jetzt dürfen wir natürlich die Künstler hereinbitten. Stefan und Heiko, meine Damen und Herren. So, dann stellt euch mal bitte zu eurem Werk. Ja. Ja, ich kann ja sagen, was ich gedacht habe. Ist das klar? Wir gucken es erstmal an, ja, ob ihr es wirklich seid. Ich bin mal gespannt, ja, ob das aufgegangen ist. Da bin ich auch sehr gespannt. Also, wart ihr es wirklich hier? So hat es angefangen.
So, Stefan war also nach anderthalb Minuten fertig und ist dann noch mal ein paar Silvesterknaller kaufen gegangen, oder was? Genau. Was war jetzt deine Theorie? Meine Theorie war ganz klar, ich möchte, dass, also meine Aufgabe war, mal das Bild, dass die Leute für Heikos halten. Naja, ist ja klar. Also, weil natürlich der Zuschauer erstmal natürlich immer mit dem Kandidat fiebert und Heiko sehr sympathischer Kandidat ist und auch vorne schon sehr gut gespielt hat, werden die ihre Entscheidung nicht davon abhängig machen, welches ihnen besser gefällt, sondern sie sagen, welches hat der Heiko gemacht, das 100% hat. Wenn das aufgegangen ist, dann habe ich alles richtig gemacht. Insofern ist es gar kein Glücksspiel, sondern ein strategisches Spiel. Du wolltest also. Du wolltest Heiko sein damit. Ja. Ja, ich habe mir gedacht, dass so könnte ein Weihnachtsbaum aussehen, den Heiko malt. Und hast erstmal den. Deshalb hast du auch den dicksten Pinsel genommen, ja, der da drin stand. Genau. So, ein Heiko filigran mit links ist unfassbar. Sehr, sehr schön. Ne? Ja. Heiko Chagall, meine Damen und Herren. Ja. Gefällt mir sehr gut. Matisse-mäßig, finde ich, so vom Style her. Ja. Oder? Ja, ich versteige das Bild übrigens für 1 Million Euro. Ja. Das geht nicht, weil unsere Zuschauer haben es doch gewonnen. Das wird ja am Ende der Sendung auch bekannt gegeben. So, die Entscheidung ist gefallen. Das heißt, jetzt wollen wir natürlich, hallo Glöckchen, die beiden Balken sehen. Ich bin mal gespannt. Ist Stefans Theorie aufgegangen? Baum 1 von Heiko, Baum 2. Das heißt? Ja. Glückwunsch, Stefan, hat ja riesig geklappt. Ja. Ast rein. Das heißt, ich hab den Zuschauer für klüger gehalten, als er ist. Er hat sich tatsächlich einfach so profan für das bessere Bild entschieden. Mach noch so weiter, dann werden sie dir auch im Laufe des Abends sehr die Daumen drücken. Ja. Meine Damen und Herren, Heiko gewinnt knapp, aber verdient. Ja. Das sind 3 Punkte. Damit führt Heiko mit 6:0, meine Damen und Herren. Und wir freuen uns auf Spiel Nummer 4. Oder Sie haben Tischtennis. Mich bitte? Die haben mich durchschaut vielleicht. Natürlich. Vielleicht haben die gedacht, genau das versucht er. Kann auch sein. Weiß man aber nie vorher. Naja. Jetzt wissen wir es. Das so. Ist nicht wirklich aufgegangen ist, was du davor hattest. Jetzt begrüßen wir erstmal Michael Zwipp, meine Damen und Herren, unseren Schiedsrichter vom Deutschen Tischtennisbund. Guten Abend, links heute Abend. Alles mit links, auch das Hallo sagen. So, auch Tischtennis, ich muss es nicht betonen, an dieser Stelle wird natürlich mit links gespielt. Gut, das ist bei Stefan eigentlich egal, ob mit rechts oder links, aber er hat noch nie verloren im Tischtennis. Gespielt wird ein Match über 2 Gewinnsätze bis 11. Nach den offiziellen Tischtennisregeln 2 Punkte Abstand zum Sieg, Schläger nur in die linke Hand. Und wer als erster 2 Sätze für sich entscheidet, der gewinnt das Spiel. Jeweils nach 2 gespielten Aufschlägen wechselt das Ausschlagrecht. Das sagt der Herr Zwipp natürlich immer an. Und die Münze entscheidet, wer anfängt. Rot oder schwarz? Ich bin schwarz. Also schwarz, du fängst an. Okay. Und dann bitte nach vorne, nur mit links, kein Einspielen und nach nur einem Spot fangen wir an mit Spiel 4, Tischtennis. Zwei Aufschläge mit 2 Gewinnsätze. Sagt er aber auch immer an. Ja? So, wir sind kurz in der Werbung und dann sind wir wieder da. Wollen wir einen Ball nehmen? Aber ich darf noch nicht hier. Du darfst noch nicht. Tischtennis, Spiel Nummer 4. Heiko beginnt. 2 Gewinnsätze und das Ganze nur mit der schwachen Hand, mit links. Und los geht's. Erster Satz, Aufschlag Heiko, 0-0. 1-0. Heiko. Bist du sicher, dass du Rechtshänder bist nochmal? Ja. So, das sieht schon recht gut aus. Bei Heiko, bei Stefan Punkt scheint Heiko, die linke Hand nicht Stefan. Richtig eingehängt zu sein, also er tut sich schwer. Aber wie gesagt, das sieht auch mit rechts nicht großartig anders aus bei ihm. Ha! Zum Punkt lang. Für Heiko, 0-3. Also Heiko beherrscht diesen Abend hier bisher nach Belieben. Ha. Ja, souverän.
Punkt für Heiko. Also war natürlich viel zu hoch gespielt von Raab. Ganz schlechte Mischung, hoch und kurz. Und dann mit der Rückhand haut er eben das Ding um die Ohren. 4-0. Ah! Punkt für Heiko. 5-0. Punkt für Heiko. 0-6. Stefan, also das ist natürlich schwierig mit der schwachen Hand, keine Frage. Aber das gilt für Heiko auch. Jetzt versucht Raab seine Spirenzchen. Jetzt verwickelt er ihn in Gespräche, will ihn ein bisschen aus dem Rhythmus bringen. Und das scheint zu funktionieren. Und das sind die Momente, wo die Zuschauer zu Hause sagen, so ein Sauhund. Punkt für Heiko, 7-1. Heiko bleibt ruhig. Der wirkt hier bisher kalt wie eine Hundeschnauze. Und nein! Raab hat immer Heiko wieder Probleme, wenn da ein bisschen 8-1. Schnitt drin ist bei Heiko. Glasklare Angelegenheit. Fuck. Punkt für Heiko, 1-9, Stefan schlägt. Zwei Punkte noch, dann geht Satz 1 an Heiko. Der strebt hier auf die Millionen zu. Und das war ein richtig guter Punkt Ballwechsel. Für Stefan. Richtig guter Ballwechsel, nochmal für den Hinterkopf. Alles mit links heute bei Schlag den Raab und das sah richtig gut aus. Das hatte was von Tischtennis. Und schön auch da der Gesichtsausdruck von Raab. Aber er liegt 2-9 hinten. Ha! Punkt für Heiko. 10-2. Heiko schlägt. Heiko schlägt. Also. Aufschlag bei Heiko. Das ist Satzball. Erster Satz, glasklar an Heiko. Er dominiert auch dieses Tischtennisspiel bisher. So, kann Raab da jetzt nochmal zurückkommen? Kann er Satz 2 für sich entscheiden? Man kann das gar nicht glauben. Zweiter Satz, 0-0, Stefan. Ach du meine Güte. Um Gottes Willen. Was für ein Aufschlag von Raab. Punkt für Heiko, 2-0. Gibt's nicht, ey. Und jetzt wird er gleich sagen, er sei gestört worden. Guter Ballwechsel jetzt wieder. Nein! Punkt für Heiko, 3-0. Gute Länge, bei Raab. Und dadurch bringt er Heiko in Probleme. 1-3, Stefan schlägt. Die Länge, ganz, ganz wichtig. 1-3 aus seiner Sicht, Stefan Raab. Er hat er wieder versucht, lang hinten zu spielen, aber Heiko, als wenn ihn das alles nichts anging, ganz cool. Punkt für Stefan. Ja, jetzt beide mit dem Schupfen, also mit Unterschnitt, beide. Nein! Ja, und da ist er drauf reingefallen, da ist er gelockt worden von Heiko, der auch jetzt schon wieder mit 3 Punkten führt. Mit 4. Punkt für Heiko, 2-6, Stefan schlägt. Ich gehe. Punkt für Stefan, 3-6. Er muss jetzt mächtig was tun, Raab. Gute Länge bei Heiko. 4 Punkte noch, dann geht Tischtennis an ihn. Und es wäre das vierte Spiel in Folge. Und für ihn geht es um 1 Million. Und die Angabe, wunderbar, mit viel Schnitt. Da fällt dann überhaupt nichts ein. 2 Punkte noch, dann hat er Tischtennis. Na, das war schon fast alles oder nichts. Diese Rückhand von Raab. Und man sagt, dass hier wieder, sobald die Länge stimmt, hat es der Gegner schwer. Matchball, na, den nutzt er noch Punkt nicht. Für Stefan, 10, 5. Aber die nächsten Matchbälle jetzt Heiko für Heiko. Ja. Raab weiß, dass da kaum noch was geht. Oder ist vorbei. Und auch dieses Spiel geht an Heiko. Vielen Dank, Herr Zwipp. Dankeschön, herzlichen Glückwunsch. Ja, dankeschön. Auch Tischtennis geht an Heiko, meine Damen und Herren. Spiel 4.
an unseren Mann aus Paderborn. 10-0 gegen Stefan nach Spiel 4. Und es ist Zeit für die Torte, Stefan. Ja, 10 Punkte sind gerade mal gespielt, 110 noch offen. Da ist also auch noch alles drin. Und du hast es geübt, oder was? Ich habe letzte Woche noch gespielt, ja. Mit links? Mit links. Ja, man hat es ein wenig gesehen. Und das ja, ist gut, Spiel 5. Aber man merkt das, wenn man es selbst in zwei Sätzen lernst du ganz schnell dazu. Aber da kannst du natürlich nichts ausrichten. Vielleicht das Spiel hier. Spiel 5, meine Damen und Herren. Kartenpusten. Da haben die Hände nämlich überhaupt nichts verloren. Ihr müsst Kartenpusten. Die Mutter aller Trinkspiele heute bei Schlag den Raab mit links. Ihr müsst abwechselnd mindestens eine Karte von der Flasche pusten. Und die Hände haben da natürlich überhaupt nichts verloren. Bei wem die letzte Karte runterfällt, der verliert den Durchgang. Wir spielen im Best-of-Five-Modus, das heißt, als erster drei Durchgänge für sich entscheidet, der gewinnt das gesamte Spiel und 5 Punkte auf sein Gesamtkonto. Sobald ihr diese Linie übertretet, habt ihr ein Zeitlimit von 30 Sekunden. In dieser Zeit müsst ihr mindestens eine Karte runterpusten. Tretet ihr zurück, läuft automatisch die Zeit des Gegners. Und die Münze entscheidet, wer anfängt. Heiko. Rot, schwarz? Schwarz. Es ist rot, Stefan beginnt. Best of five. Das schon mal gemacht? Habe ich auch letzte Woche geübt. Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, was man da für... Warte. Ich muss, wenn ich jetzt puste und es fällt keiner runter, oder ich puste so lange, bis mindestens einer runterfällt. So wäre es okay. Schön. Ja? Okay. Und also das Ganze in 30 Sekunden. Runter, nee, du darfst natürlich schon öfter ansetzen. Ja. Du hast genau 30 Sekunden Zeit für deine Versuche. Ja? Ich habe 30 Sekunden, ich kann auch mehrmals pusten? Theoretisch ja, klar. Mindestens eine Karte muss runter. Okay. Ja? Und wenn die dann gefallen ist, kann ich aber nochmal Luft holen und nochmal in den 30 Sekunden so viel pusten, wie ich Bock habe. Genau. Ja, okay. Alles verstanden? Gut, Kartenpusten, nein, Kartenpusten, so heißt es. Kartenpusten machen wir später, nach 12, meine Damen und Herren. Spiel 5, es geht los. So, also jetzt, Raab, die Zeit läuft schon. Er hat schon sofort sich wieder schlau gemacht, dass er alles darf. Mit viel Gefühl. Oh, das war schon mal der erste Durchgang also für den Gegner. Ganz viel Gefühl war da nicht bei. Das ist der erste Durchgang für Heiko. Und schön, dass Emilia uns ein neues Päckchen bringt. Vielen Dank, Emilia, meine Damen und Herren. Danke sehr. Die wäre fast von alleine runtergefallen. Okay, eins. Okay, ich habe gerade wieder was gelernt. Du hast gerade wieder was gelernt? Schön. Jetzt ist aber der Heiko dran und der führt mit 1-0. 30 Sekunden für Heiko ab jetzt. So, er hat natürlich den Vorteil, dass er jetzt schon die Problematik erkannt hat. Und ja, die zweite nimmt er gleich noch hinterher, weil er denkt, naja, das war einfach. Ich kann ihn auch jetzt einfach machen lassen. Genau. Genau, du musst nicht. Du musst die Zeit natürlich nicht ausnutzen, wenn du sagst, okay, das war's, gut. Und ab jetzt läuft die Zeit für Stefan. Und bisher erinnert diese Schlag den Raab-Ausgabe an die letzte, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Das macht er gut. Noch ohne Punkt bisher gegen Heiko. Die Zeit läuft für Heiko. So, schaut sich da an, wie das Ganze auf dem Flaschenhals liegt. Oh, das war schon kräftig. Ja, jetzt muss er vorsichtig sein. Da perlt es schon auf der Stirn, auf der hohen bei Heiko. Und 30 Sekunden für Stefan. Naja, das ist, da sitzt man auch wieder zu Hause und sagt, naja, das kann so schwierig nicht sein. Für Heiko läuft. So, Heiko. Ja, jetzt wird er vorsichtig und die Zeit für Stefan läuft wieder an. Mhm. Es sind noch viele Karten da. Linie und 30 für Heiko. Ja, da stimmte der Anpustwinkel bei Heiko, denn das war recht kräftig gepustet.
Also ich bin mal auf die Zeitlupen nachher gespannt, was die Gesichtsausdrücke betrifft. Bisher hat er sich überhaupt noch keine Blöße gegeben, Heiko. Oh, die schwimmen da oben. Gut gemacht von Raab. Die bleiben alle, das ist alle. Beide bleiben hier immer locker in ihrem Zeitlimit. Jetzt wird es natürlich immer schwieriger. Aber Heiko souverän. Jetzt wieder Raab. Auch das kein Problem. Und die nächste liegt eigentlich schon wieder ganz günstig. Ja, und da sind einige gefallen. Aber wir sehen das hier in der Nahaufnahme schön. Da sind noch einige Karten da. Oh, jetzt muss er aufpassen. Oh, jetzt hängt da ein bisschen was. Aber er schafft es. Er schafft es. Die nächsten jetzt wieder etwas lockerer. Die hat er angepustet quasi für Heiko. Volle Konzentration. Augen zu. Bei Raab. Und der ist der wirklich so cool hier, Heiko? Das gibt's nicht. Für 1 Million Euro Karten von der Pulle pusten. Boah. Da sind immer viele da. Heiko, deine Zeit läuft. Ich bin mir relativ sicher, dass auf vielen Silvesterpartys dieses Spiel nachgespielt wird. Aber da geht's um weniger. So, jetzt wird's langsam dünne, im wahrsten Sinne des Wortes. Raab ist dran. Noch 20 Sekunden. Und er schafft's nicht! Der zweite Durchgang für Heiko. 2:0 im Best of Five. Mann. Dankeschön, Emilia. Ja, ja, da hat er ein bisschen Pech. Da war's vorbei. Zärtlich wie Stefan Ross, die Lippen geschürzt, aber es hat nichts gebracht. 2:0 für Heiko. Und jetzt beginnt wieder Stefan. Also verliert er diesen Durchgang, geht auch das gesamte Spiel. Oh, da räumt er aber gleich kräftig ab. Aber schauen Sie mal, wie die Karten da jetzt auf dem Hals liegen. Ja, er guckt sich das natürlich auch an. Da, ja, das ist nicht mehr so stabil. Mit viel Gefühl, Raab. Also, ihm darf da jetzt nichts mehr passieren, Stefan Raab. Heiko, weiter extrem souverän. Er schaut immer wieder, wie die quasi ausbalanciert sind da oben auf dem Flaschenhals. Kommt Raab hier beim Kartenboosten nochmal ran, dann muss er diesen Durchgang erstmal gewinnen. Oh, und das war... Haben Sie das gesehen? Da kippen die fast rüber. Nehmen fast alles andere mit. Da war er ganz nah dran, dass alle fallen. Eine Million Euro kann er zumindest hier als Etappe erpusten, Heiko. 1 Million Euro hat alle Spiele bisher gewonnen in dieser Schlag den Raab mit Links-Ausgabe. Ja, clever jetzt, clever von Stefan. Legt sich die zurecht. Ja. Also, man darf natürlich jetzt nicht nur, ich hätte fast gesagt, mit links pusten, aber das ist natürlich Quatsch. Aber alle Spiele mit den Händen, mit links heute, das spielt hier jetzt keine Rolle.
Die hängen wieder. Und er hat's verloren. Das ist der Sieg für Heiko im Kartenhusten. Hier sehen wir nochmal die entscheidende Wiederholung. Da flötet er schön die Karten runter. Ein 3:0 im Kartenpusten für Heiko. Und damit geht Heiko mit 15:0 in Führung gegen Stefan Raab heute um 1 Million Euro. Es ist Zeit für ein bisschen Kuchen essen. Ja, 105 Punkte sind doch noch zu vergeben. Alles ist gut. Und wenn Sie sagen, Spitzenspiel, mache ich ab morgen den ganzen Tag. Dieses formschöne Gesellschaftsspiel können Sie käuflich erwerben. Da ist nämlich Kartenpusten auch dabei und viele andere Originalspiele von Schlag den Raab können Sie noch unter den Baum legen, unter den schön gemalten von Stefan und Heiko. Und wenn Sie gerade dabei sind, einzukaufen, ja, von mir aus auch hier das. Für den PC und die Wii unsere Schlag den Raab-Spiele. Wir sind gleich zurück, vielleicht mit dem ersten Spiel, was Stefan heute gewinnt, mit dem Rücken zur Wand. 15:0, Heiko gegen Stefan Raab. Das wird ein ganz spannender Abend. Schlag den Raab mit links. Bis gleich. Schlag den Raab mit links und Heiko ist auf einem sehr guten Weg, er führt haushoch gegen Stefan. Schönen guten Abend Heiko, schönen guten Abend Stefan. So sieht's aus nach 5 Spielen. Heiko führt mit 15:0, was ist denn hier los? Es geht um 1 Million Euro, Schlag den Raab mit links und du bist auf einem sehr, sehr guten Weg, Heiko. Bist du selbst überrascht? Null. Warum habe ich diese Antwort erwartet? Stefan, was ist denn los? Nee, ist alles okay. Alles gut? Ja, ich komme ja noch. Natürlich. Natürlich. Natürlich, da ist ja noch viel, viel möglich. Wir sind doch erst bei Spiel Nummer 6 und das heißt so. Blamieren oder kassieren, hier ist Santa Elton. Schönen guten Abend. Guten Abend. Elton, guten Abend. Vielen Dank. So, da bin ich. Ich bin übrigens auch ein sehr schneller Sprinter. Weiß ich. Das ist kein Scherz. Ja. Wirklich. Ja, ja. Elton sprintet unglaublich schnell. Schneller als hier die komplette Handballmannschaft von irgendeinem Verein. Ohne den Namen nennen, sonst kriege ich Ärger. Du hast bestimmt auch schon den Spruch gehört, ziehe ich Arm und Beine ein, könnte ich eine Murmel sein. Das sagt meine Frau immer zu mir, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wir spielen Blamieren oder Kassieren und hier sind die Regeln. Ihr bekommt eine Frage gestellt und wer drückt, und diesmal auch bitte mit links. Wenn einer mit rechts drückt, ist vorbei. Also, wer drückt mit links, hat 5 Sekunden Zeit, um seine Antwort zu geben. Bei richtiger Antwort bekommt er einen Punkt, bei falscher oder keiner Antwort bekommt der Gegner den Punkt. Und hat seinerseits die Möglichkeit, innerhalb von 5 Sekunden eine Antwort zu geben. Antwortet er richtig, bekommt er einen weiteren Punkt. Antwortet er falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Die Frage ist aus dem Spiel. Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt. Wir machen mal einen Buzzer-Test. Heiko? Funktioniert. Stefan? Sehr gut. Als Tipp vielleicht schon die linke Hand immer am Buzzer bereithalten, damit da nichts schief gehen kann. Frage 1. Bald ist Weihnachten und ich habe immer noch nicht alle Geschenke zusammen. Mir fehlt noch was für meine Oma und meine 4 Neffen und 7 Nichten haben auch noch nichts. Wenn ich den männlichen Familienmitgliedern jeweils ein Geschenk mache und den weiblichen 2, wie viele Geschenke fehlen mir dann noch? Jeweils ein Geschenk, den männlichen.
Habe ich auch nicht verstanden. Ich habe nur nicht aufgepasst, was jetzt die, wer jetzt männlich und weiblich war. Ich habe die Frage verstanden. Das ist dann Pech. Ja, das ist mir zu heiß jetzt. Und zwar? 14. Oma? Was? Ich mit. Und Oma? Ich kann auf einmal nicht mehr lesen. Nochmal, Ben. 18. 18 ist falsch. Stefan bekommt einen Punkt. Du hast noch 5 Sekunden Zeit, wenn du willst. 5, 4, 3, 2, 1. Nein, 20 wären es. Vielleicht die Oma vergessen. Ich weiß es nicht. Ja, die Oma. Die Oma vergessen. Nächste Frage. Apropos Weihnachten. Zu welchem Staat gehört die Weihnachtsinsel? Australien. Das ist richtig. Nächste Frage. Jetzt ist es amtlich. Das Bundeskabinett hat in dieser Woche die Aussetzung der Wehrpflicht beschlossen. Ab welchem Datum soll die neue Regelung angewandt werden? Keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß es, bin mir nicht sicher. Mir zu heiß. Ist mir auch zu heiß. Ist mir auch zu heiß. Ja, dann 5, 4, 3, 2, 1. Stefan, was hättest du geglaubt? Mai oder März? Irgendwann mit M. 1. März, 1. Mai. 1. März wäre richtig gewesen. Scheiße. Frage 4. Als Linkshänder befindet ihr euch in bester Gesellschaft. Barack Obama und Justin Bieber sind Linkshänder. Wolfgang Amadeus Mozart, Leonardo da Vinci, Friedrich der Große und Albert Einstein waren es angeblich auch. Wer von den eben genannten hat als erster gelebt? Alexander der Große. Das ist falsch. Stefan, 5, 4, 3, 2, 1. Nein. Ich glaube, Leonardo da Vinci. Gesagt, ne? Alexander der Große? Leonardo da Vinci. Friedrich habe ich gesagt, aber ist egal. Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci wäre es gewesen. Ja. Punkt für Stefan, weil Heiko kam falsch hatte. Nächste Frage. Rain Reynolds hat's versaut. Wer? Da ist er mit einer der schönsten Frauen der Welt verheiratet und nach nur 2 Jahren Ehe ist jetzt alles aus. Wie heißt denn seine zukünftige Ex-Frau? Ja. Ich habe heute noch gelesen. Und zwar... Ja. Heiko, eine Ahnung zumindest. Dann gehen wir ins Gericht. 5, 4. Liz Hurley? Nein. Das ist falsch. Stefan, willst du? 5, 4, 3, 2, 1. Nein. Scarlett Johansson. Punkt wieder für Stefan, das steht 3 zu 1. Nächste Frage. Heute habe ich an meinem Adventskalender das 18. Türchen aufgemacht und es war leer. Natürlich, wie jedes Jahr, habe ich schon am 1. alle Türchen aufgemacht und die ganze Schokolade auf einmal aufgefuttert. Ist ja auch egal. Frage. Wie viele Zündkerzen hat ein Dieselmotor? Boah. Das ist nicht mein Metier. Ein Dieselmotor? Meins auch nicht. Ja? Keine Ahnung. Der muss ja zünden. Zünden. Ich glaube, ich habe eine... Lass mal kurz nachdenken. Ist nicht mein Metier. Na? Keine Ahnung. Das ist 5. Das ist ja eine Spezialfrage. 4. Ich glaube, im Publikum wissen das sehr, sehr viele. 5, ja. 4, 3, 2... 1 und keine. Sehr gut. Ja. Nächste Frage. Haben Sie Laster? Seit dieser Woche ist in den deutschen Kinos The Tourist zu sehen. Nicht nur vor der Kamera ist der Film mit Angelina Jolie und Johnny Depp großartig besetzt. Auch der Regisseur. Florian Henkel von Donnersmarck. Und das ist richtig. Aber gewagt, gewagt gedrückt.
sehr frühzeitig gedrückt. Nächste Frage. 4:1 für Stefan. Derzeit erobert die Gruppe Daxos mit einer Techno-Nummer die Charts und Tanz. Barbara Streisand. Ja, das ist auch richtig. Ja. 5:1. Nächste Frage. Silvio Berlusconi hat es mal wieder geschafft. Trotz aller Skandale und Affären hat der alte Schwerenöter ein Misstrauensvotum in der Abgeordnetenkammer überstanden. Wäre es anders ausgegangen, hätte er seinen Rücktritt beim Präsidenten der Italienischen Republik einreichen müssen. Wie heißt denn der? Nachname reicht. Nee, habe ich nicht aktiv. Nee? Nee. 5:4:3:2:1 Giorgio Napolitano. Oh, guck mal. Den letzten, an den ich mich erinnern kann, ist Pertini. Kennt ihr noch einer? Nee. Nächste Frage. Ewig her. So, wir werden akademisch. In welcher erfolgreichen Fernsehsendung treten Dr. Julius Speckschwarte und Professor Dr. Honigtau Bunsenbrenner auf? Dr. Julius Speckschwarte und Professor Dr. Honigtau Bunsenbrenner. Wie heißt denn das noch? Habe ich noch nie gehört. Doch, ich weiß genau, wie er aussieht. Professor Honigtau Bunsenbrenner. In derselben Sendung sieht man übrigens auch Scooter. Muppet Show! Das ist richtig! Schau an! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war mir nicht mehr sicher, ob das Sesamstraße oder Muppet Show war. Es sind die gleichen Figuren im Prinzip. Ich bin verblüfft, okay. Stefan führt mit 6:1, er braucht noch einen Punkt. Und hier ist die nächste Frage. Wahnsinn! In diesen Tagen hat eine NASA-Raumsonde die Grenze unseres Sonnensystems erreicht und dringt jetzt als erstes von Menschen gebautes Objekt in neue Welten vor. Ihre Reise begann 1977 und seitdem hat sie über 17 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Wie heißt die Raumsonde? Voyager. Das ist richtig. 6:2. Sehr gut. Eine sehr schöne Frage jetzt. Weihnachten ist ja auch die Zeit der Weihnachtslieder. Ein beliebter Klassiker unter den Weihnachtsliedern ist O du Fröhliche. Das kennt bestimmt jeder auswendig. Und jetzt die Frage: Wie oft kommt in der ersten Strophe des Liedes der Buchstabe O vor? Das Ö zählt nicht. Zweimal. Es kommt darauf an, wie lang die erste Strophe geht. Das ist falsch. Ja, eben. Das ist nämlich O du Fröhliche, O du Damit Selige, hat gnadenbringende Weihnachtszeit. Stefan schon gewonnen. Welt ging verloren, Christ ward geboren. Da hast du nämlich nochmal zwei, wenn das mit zur ersten Strophe zählt. Stefan hat jetzt schon gewonnen. Ach so. Wie viel hättest du gesagt? Welt ging verloren, Christ ward geboren, freue dich, o Christenheit. Vier wären es gewesen. Nein, es wären fünf gewesen. Fünf gewesen, wo denn noch? O du Fröhliche, O du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ war geboren, freue dich, o freue dich, o Christenheit. Sehr schön. Ja. Und gleich singst du es uns vor, Elton, da bin ich mir sehr sicher. Ganz zum Schluss vielleicht. Elton, meine Damen und Herren, so, wieder rauf auf den Schlitten. Meine Damen und Herren, er lebt. Das ist der erste Spielgewinn von Stefan Raab. 6 Punkte jetzt auf sein Konto. Er ist zurück. Nur noch 15:6 für Heiko gegen Stefan Raab heute bei Schlag den Raab mit links. Und das ist Spiel 7.
passen. Hä? Ihr müsst was passen. Wie was passen? Ja, könnt ihr euch ein wenig überlegen, werdet ihr gleich sehen nach einer ganz kurzen Pause. Spiel Nummer 7 bei Schlag den Raab. Passen Heiko gegen Stefan. Bis gleich. Zurück bei Schlag den Raab, meine Damen und Herren. Es geht um 1 Million Euro zwischen Heiko und Stefan. Und es steht 15-6 für Heiko, meine Damen und Herren, vor diesem 7. Spiel. Und das heißt passen. Ihr müsst immer den Ball auf die Fläche spielen, die gerade aufleuchtet. Eine ausgeschossene Fläche aktiviert automatisch eine neue. Okay. Am Ende des Programms leuchten alle 4 Flächen noch einmal auf. Und die müsst ihr natürlich alle ausknipsen. Wer das Programm in der kürzeren Zeit bewältigt, gewinnt dieses Spiel. Beide bekommen das identische Programm. Wie lange dauert das ungefähr? Weiß man das? Nein, das weiß man nicht. Nur muss sie ja einteilen können, im Zweifel. Ja, dann teilt sie halt gut ein. Ja. Sollte euch der Ball über die Bande springen, ja? Wird der Ball nicht wieder reingeworfen, dann nehmt ihr euch bitte eigenhändig hier aus dem Körbchen einen neuen. Stefan legt vor, Heiko bekommt gleich die Ohren zugehalten mit wunderschöner Musik und du kommst auf eine Brille auf. Denn wie gesagt, wenn man diese Kiste trifft, geht das aus? Also, muss man die weiße Fläche treffen oder reicht es auch, wenn man hier das Holz an der Seite trifft? Das wirst du sehen. Also richtig Pfosten ist dann vielleicht auch manchmal nur Pfosten. Ja? Also die weiße Fläche wäre schon ganz gut. Muss das fest sein oder... Kann das leicht sein? Das werden wir gleich in einem Probeprogramm für jeden das kennenlernen. Okay. Ja? Das bekommt ihr jeweils vor eurem Durchgang, kriegt ihr ein Probeprogramm. Und ihr dürft hier natürlich den rechten und den linken Fuß benutzen. Noch irgendwelche Fragen? Nee? Also gut. Okay, wir gehen schon mal raus. Stefan, ich bin gleich bei dir. Ich muss erst mal kurz den Heiko hier verzurren. Ach so, der darf nichts sehen, genau. So, setz dich schön hin. Lecker. Nee, machen wir erst die Brille. Ich glaube, das ist schlauer, oder? Lass mal hinsetzen. Ja, setz dich mal hin. Brille ist drauf. So, alles gut. So, Herr Raab. Bist du bereit? Ja. Probeprogramm für Stefan, bitte ab. Hä? Ach so. Die Zeit, die startet erst, wenn ihr das erste Feld ausgeknipst habt. Ja? So, also da wird es auf Handlungsschnelligkeit ankommen. Es wird sicherlich auch ein bisschen auf Kondition. Ja, das ist natürlich nicht erlaubt. Das geht nicht? Nein, das gilt nicht. Also es muss der Ball die Lampen ausschießen. Wenn du das einmal machst, ist der Durchgang verloren und dann gewinnt Heiko, auch wenn er 3 Tage braucht. So, okay. Also nur mit ein Durchgang? Ein Durchgang. Die Zeit startet erst, wenn du das erste Feld ausgeschossen hast. Also nicht, wenn es aufleuchtet und du dich erst orientieren musst, sondern sobald der Ball das erste Feld ausknipst, dann läuft die Zeit. Alles klar. Ja? So, lass mich raus. Spiel 7 passen. Beginnt jetzt. Also wie gesagt, die Uhr läuft an, da unten links im Bild, wenn er das erste Licht ausgeschossen hat. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie lange dieses Programm läuft und wie er sich anstellt. Also, da ist natürlich die Gefahr groß, dass man erstmal loslegt wie die Feuerwehr. Und man weiß eben nicht, wie lange das Ganze geht. Aber zu gemächlich darf man es natürlich auch nicht angehen. Und man muss möglichst schnell, jetzt hat er verfehlt, möglichst schnell eben erkennen, wo... leuchtet das nächste Licht auf. Also das sieht technisch für Raab-Verhältnisse ganz gut aus bisher. Also man darf mit links und rechts abschließen hier. Und er trifft gut, hat wenig Bälle bisher verschossen. Das ist schon mal ganz wichtig. Verplempert also wenig Zeit. Oh, da ist der Erste, der richtig weit daneben geht. Er pumpt schon ganz schön. Also hat er ein bisschen geschludert nach dem Kahnbeinbruch im rechten Handgelenk. Ja, jetzt nimmt er die Hand, aber das ist durchaus okay. So.
Wir sind bei gleich 50 Sekunden und gnadenlos blinken die Lichter hier weiter auf. Und man muss eben möglichst schnell mitbekommen, wo leuchtet. Ja, aber es ist jetzt schon eine konditionelle Frage. Und da bin ich dann gleich mal gespannt, wie Heiko sich da anstellen wird. Wirkt ja auch nicht so völlig austrainiert. So, oh, das kostet jetzt Zeit. Das kostet Zeit, wenn der Ball weit wegspringt. Dann, ja, das macht er jetzt wieder gut, wenn er ihn da immer relativ zentral hält, immer einen Rhythmus beibehält. Raab, das macht er jetzt ganz gut, aber er pumpt schon. Da kommt er kaum noch bis zum Kasten. Das kostet natürlich alles Zeit, aber jetzt ist er wieder im Rhythmus drin. Wir sind bei 1,25 gleich und es blinken immer noch gnadenlos die Lämpchen auf. Also, weiter geht's hier. 1,35 gleich und er ist schon ziemlich am Ende, das hört man sogar. Er liegt zurück, er muss hier Gas geben. Er liegt 15-6 zurück in dieser Schlag den Raab mit Linksausgabe. Wie gesagt, hier gilt das nicht. Das war es. Noch nicht. Jetzt gleich. Jetzt das letzte Licht ausschießen. Och, du meine Güte, da hat er noch was verschenkt. 1,57 am Boden liegend. Jetzt darf er sich nur mit der rechten Hand abstützen da. Uiuiui. Also das wird interessant gleich zu beobachten, was Heiko da macht. Raab bringt ein Sauerstoffzelt. Setz dich mal hin, Mario Basler. Du bist ja ganz außer Atem. Heieiei. So. Ja, gut. Trink mal was. So, jetzt weißt du ungefähr, wie lang das Programm war. Was haben wir für eine Zeit? Uschi? 1,57 und ein paar zerquetschte. Okay, das wollen wir natürlich nicht verraten. So, Heiko, du bist dran. Deine Fußballvergangenheit oder gibt es da sogar eine Gegenwart? Nein, früher Fußball gespielt, auf jeden Fall. Ich habe übrigens mit links geschossen, hat so aufgepasst. Ja, sehr gut. Mach ich allerdings immer. Ich würde sagen, mit rechts kriegst du auch keinen Möbelwagen. So, und jetzt auch für dich ein Probeprogramm und die Zeit läuft, sobald du das erste Feld ausgeschossen hast. Also nicht. Also erstes Mal zur Probe. Wie viele Lichter ungefähr? Sagst du Bescheid? Ja, es sind nur ein paar. Ja? Probeprogramm bitte ab für Heiko. Aber wer hat ihm die Wanderschuhe zum Fußballspielen gegeben? Die wollte er haben, das sind seine. Also das ist schon sehr interessant. Also wie gesagt, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie er. Da haben wir die Schuhe im Bild. Ist jetzt nicht unbedingt der klassische Fußballstiefel. Aber wie gesagt, er tastet sich da jetzt auch ran und wir werden mal beobachten, welche Taktik er sich da ausdenkt. So, das war jetzt nur ein kurzes Probeprogramm. Und die Zeit läuft, sobald du das erste Licht ausgeschossen hast. Ja? Alles bereit? Alles gut. Gut, dann gehe ich mal raus. Auch für Heiko beginnt Spiel 7 jetzt. Also, der austrainierte Kampfschwimmer, den Sie hier im Bild sehen, der spielt um 1 Million Euro heute hier bei Schlag den Rad mit links. Jetzt heißt es Lampen ausschießen und das macht er in der Anfangsphase sehr, sehr gut. Hat gut Druck hinterm Ball, dadurch kommt der Ball immer zu ihm zurück. Also, das spielt er gut bisher. Bewegungsradius einer Wanderschnecke, aber braucht er auch gar nicht. Braucht er auch gar nicht, denn er macht das im Moment recht geschickt. Wenig Bälle, die ihm da verspringen. Ja, von der Handlungsschnelligkeit ist das noch ausbaufähig. Also er geht das eigentlich ähnlich wie Raab an. Jetzt hat er den Außenpfosten da anvisiert. Also ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie er im Vergleich zu Raab liegt. So, da verfehlt er. Also das, ich vermute mal, dass das eng wird. Das deutet sich an. Ja, aus der Gattung der Fußballer kommt er nicht. Das ist auch zu erkennen. Aber wie gesagt, das ist völlig offen. Er ist jetzt gleich bei 1 Minute. Wenig Fehlschüsse. Er pumpt weniger, weil er sich auch viel weniger bewegt als Stefan Raab. Also das ist schon eine etwas andere Technik und Taktik, die er anwendet. Ja. Also, er kriegt hier auch die Unterstützung vom Studiopublikum. Denn wie gesagt, gewinnt er den heutigen Abend, ist er um 1 Million Euro reicher. Besser gesagt um 500.000, die andere Hälfte geht ja an die Frau, aber ist ja alles ein Topf. 1,25. Wie gesagt, ich habe das Programm nicht auswendig gelernt. Ich weiß nicht, wie er da wirklich im Vergleich zu Raab liegt. Jetzt verliert er auch einiges an Zeit hier. Immer wenn der Ball weit wegspringt, kostet das natürlich Zeit. Jetzt verfehlt er nochmal. 1,40. Links unten die Zeit. Und die oben steht, die muss er irgendwie unterbieten. Und das sieht... Oh, das wird ganz eng! Das wird ganz eng! Das wird ein Herzschlagfinale!
Das wird ganz eng, aber ich glaube, er schafft es. Ja. Oh, 3 Sekunden. Komm, ich heb dich rüber. Oh, das war ein enges Höschen, aber es hat gereicht. Heiko gewinnt, meine Damen und Herren. Den Hand drauf? Schade. Klar. Sauer. Auch Linksfuß, oder? Ja. Jetzt sag mal, wo hast du gespielt früher? Ich habe als Kind mal Rheinland-Pfalz-Auswahl gespielt. Rheinland-Pfalz-Auswahl? Ja. Guck mal an, Buschi. Hast du nicht gesehen? Circa 60 Kilo weniger. Ja. Die Walz aus der Pfalz. Hans-Peter Briegel reloaded, meine Damen und Herren. Aber es hat gereicht. Das sind 7 Punkte für Heiko aus Konto. Und damit geht er jetzt mit 22-6 in Führung. Puh, ihr seid platt. 3. Und das ist unser nächstes Spiel. Wiegen! Ihr müsst was wiegen. Aber wir möchten eure Waden wieder ein wenig verdecken. Auch wenn sie wunderschön sind, geht euch kurz umziehen. Kurz abtrocknen, nehmt was zu trinken mit. Und dann erkläre ich euch gleich, was es mit Wiegen auf sich hat. Bevor wir das machen, springen wir ein wenig in die Zukunft, liebe Zuschauer. Die Mutter aller Sportevents kommt natürlich auch 2011 wieder zu uns auf ProSieben, nämlich die VOGUE-WM. Am 12. März ist es soweit, in Innsbruck diesmal, und das erwartet sie. Es geht wieder los. Die VOGUE-Weltmeisterschaft 2011 ist da. Und was der Sturz aus war, Kurve 9. Jetzt muss man Ruhe bewahren, einfach drin bleiben. Ja, und ein neuer Weltrekord. Dieses Mal wieder aus der VOGUE-WM Hochburg Innsbruck. Feiern Sie die Helden der China-Pfannen, die mit über 100 Sachen an Ihnen vorbeirauschen. Das Wintersport-Highlight des Jahres. Die VOGUE-WM 2011. Am 12. März in Innsbruck. Tickets unter tvtotal.de. Seien Sie dabei bei der nächsten VOGUE-WM in Innsbruck. Und hier wird wieder fleißig umgebaut. Norman, wenn du das mal zeigen willst, hier, guck dir das mal an. Wahnsinnig. Ein Riesenapplaus für unser Team hier, was die in wenigen Sekunden alles auf- und abbauen. Es ist schier unmenschlich. So, sieht doch gut aus mit der halben Mio für Sie, oder? Ja, ich glaube auch. Wahnsinn, wie cool der ist. Ja. Überrascht Sie das? Ein bisschen. Ja? Ja. Weil? Ja, weil eigentlich ist er bei manchen Sachen schon nervös, aber hier ist er irgendwie ganz cool. Und Sie waren das, der gesagt hat in der Matz, oh, der kann nix, der ist groß, dick und was Klein, weiß ich. Klein, dick, ja. Lichtes Haar, doch guter Mann. Aber er zieht ihn ziemlich ab, oder? Ja, also ich denke, der Stefan kann froh sein, dass er aus der Nummer raus ist, weil ansonsten endet das nachher wie bei Felix Sturm und das will ja keiner. Hör mal, 6 Punkte hat er schon, ja? Also, Felix Sturm hatte nicht ganz so viele. So viel kann ich noch mal erklären. Wir gehen mal nach hinten und gucken, wie weit sie sind. Die frisch rasierten Waden von eben sind verhüllt, hoffe ich. Aber die Bergsteigerstiefel sind wieder an, haben ja Glück gebracht. 22-6, Stefan. Ja. Ist ja noch Zeit. Das ist richtig. Wir haben noch ein bisschen bis Heiligabend, da kannst du noch ein bisschen stecken. Heiko, du kannst auch im Sitzen die Schuhe zumachen. Nee, ist das nicht angenehmer? Ja, sehr gerne. Hast du dir getan, Stefan? Oder nee, alles gut? Alles gut. Die Bergsteigerstiefel haben es aber gebracht. Wahnsinn, oder? Die Spikes da drunter. So, Freunde. Es geht weiter. Stefan hat gesagt, es ist noch ein langer Abend und das ist auch richtig. Deshalb Schleife binden, Spiel 12. Hast du auch geschafft. So, jetzt wiegen. Wiegen. Und ich erkläre euch die Regeln. Nimm's Handtuch mit.
Was habt ihr? Hemd an, ja oder nein? So, der Ton danke. Ist auch dran. Und Stefan kommt auch mit. Und da sehen wir auch unsere Wagen, die gleich die Hauptrolle spielen in Spiel Nummer 8. Alles noch schön fest tackern. So, kommt nach vorne. Ich erkläre euch die Aufgabe. Die besteht nämlich darin, aus Zuschauern und euch selbst ein Gesamtgewicht von 400 Kilo zusammenzustellen. Wie viele Zuschauer ihr auswählt, bleibt euch selbst überlassen. Vielleicht wird der ein oder andere einen Zuschauer weglassen müssen, ich weiß es nicht. Ihr benennt eure Zuschauer immer abwechselnd. Und die Zuschauer dürfen keinerlei Zeichen oder Hinweise geben, das auf ihr Gewicht schließen lässt. Ja? Also, wenn sie ausgewählt werden, bitte nicht sprechen. Und wer näher am geforderten Gewicht liegt, der gewinnt das Spiel. 400. Und die Münze entscheidet, wer anfängt mit der Auswahl. Wenn ich einmal hier unten hab. Dann hast du sie einmal hier unten und dann musst du sie auch nehmen. Okay. Nur diese Haupttribüne hier. Okay. Hier werden die Zuschauer ausgewählt. Na, habt ihr Glück gehabt da hinten, ne? Ja, natürlich. Ich glaube, ich nehme einfach 4 schwere. Heiko, hast du noch Fragen? Nee. Okay, erstmal auswählen. Was nimmst du? Schwarz. Heiko würde beginnen. So, ihr nehmt noch eben kurz eure Karten, die gebe ich euch. Ach, darf ich da was drauf notieren? Nein. Was? Ach so. Das sind die Karten, um den Zuschauern die Nummer zu geben, weil wir das natürlich gleich in der richtigen Reihenfolge machen. Also inklusive uns halt, ne? Inklusive euch. 400 Kilo. Heiko beginnt. Brauche ich ja nur noch 2 jemanden Leute. Aussuchen. Das habe ich mir gedacht. Die dürfen aber mal aufstehen, ne, bevor man die wählt. Die kann man mal auffordern, aufzustehen, oder? Ja, das geht. Ja. Das geht. Und ihr bleibt beide dann immer bei man mir. Darf ihn nein, du nicht heben, der jemand. Nein, natürlich nicht. Auch nicht streicheln. So, Heiko, fang an. Stefan, du bleibst hier. Ja. Möchtest du dich wiegen lassen? Es ist eine rhetorische Frage. Herzlich willkommen. Ihr Applaus. Kommen Sie bitte nach vorne. Bitte auf die Seite. Heiko. Immer abwechseln. Ach so. Jetzt ist Stefan dran und du bleibst dann bei mir. Du kannst ja auch von hier gucken. Jetzt nur damit du nicht kommunizierst. Stefan, du musst ja auch mit auf die Waage. Das hast du verstanden. Und Heiko auch. Achso, 10 habe ich. Okay. Du kannst so viele nehmen, wie du willst. Und auch deine zärtlichen 93 oder 112. Ich weiß es nicht, in welchem Zustand du gerade bist. Was kann ich denn einschätzen? Puh. Können Sie mal aufstehen, kurz? Kann einen Schritt auf Stufe mal runterkommen? Nicht reden. Angucken. Für gut befinden. Das ist doch mal eine Brautschau gewesen. Hallo, einmal zur Seite. Darf ich mal, muss ich 10 haben? Nein. Nein. So viel wie du, du kannst auch nur 2 nehmen. Ja. Wir brauchen hier 400 Kilo. Und der Heiko ist wieder dran. Kannst du mal aufstehen? Okay, Sie sind die 2. Herzlich willkommen. Stellen Sie sich bitte dazu. Und Stefan, deine 2. Person. Ist übrigens von hier oben sehr schön zu beobachten, wie alle den Kopf einziehen. Mal aufstehen, bitte. Im Publikum. Mal einen Schritt runter. Ja, ich nehme sie.
Bitteschön. Schönen guten Abend. Heiko ist dran. Nicht reden. Nicht reden, bitte. Auch wenn ihr Brüder seid. Ja. Und bitte auf die Seite. Vorsicht. Stefan. Also es ist ja auch ganz schön, zu Hause mitzuraten. Was bringen die drei, die Heiko sich da ausgesucht hat, wohl auf die Waage? Und das sind die Momente, wo man wirklich wissen möchte, was geht jetzt in diesem Kopf vor sich? Er wird gleich wieder sagen, er taktiert irgendwie besonders. Ich muss gucken, ob ich hinten nicht in Probleme komme nachher. Nicht mehr auswechseln. Die, die vorne stehen, die werden genommen. Also ich bin mir ja relativ sicher, bei Heiko, da ist schon einiges auf der Waage, wenn wir die junge Dame, die er zuerst ausgewählt hat, mal weglassen. Kannst du mal kurz aufstehen? Mal einmal runterkommen. Ja. Und bei Raab würde ich jetzt mal spontan sagen, bevor sich irgendeiner aufregt, ich bin da jetzt im Studio nicht zu hören. Ja, ich nehme sie auch. Der hat so zwei bisher da. Hey, wenn es geht, die richtige Nummer, Stefan. Eine um neue. Die 80 Kilo, schätze. Ihn hier so bei 75. Ist richtig, ja, ist richtig. Okay. Also es wirkt so, als würde er so hier, in Applaus, etwa die gleiche Gewichtsklasse sich da suchen. Aber das ist natürlich schwierig, ja. Das kann man nicht immer sehen. Leute, die viel auf die Waage bringen, sagen oft. Du bist fertig. Wäre Knochen. Heiko ist fertig, dann stell dich auch dazu, bitte, Heiko. Aha. Stefan, wie sieht's bei dir aus? Also links und in der Mitte würde ich auf um die 100 schätzen, Heiko auch. Ja. Gib jetzt mal einen Tipp ab, bei Heiko liegen wir jetzt so bei 380 Kilo. Bei Raab inklusive ihm selbst würde ich sagen rund 320. Also ich glaube tatsächlich, dass er so spekuliert, damit sich am Ende 5 in etwa gleich Schwere zu haben. Vermute ich. Vielleicht wird er das noch erklären. Boah. Da ist schon mal. Da ist schon mal ein großer hier. Oh, ey, da muss er oder er? Nicht. Mein Gott. Können Sie mal kurz aufstehen? Oh, der bringt schon ordentlich so, was auf meine... die Waage. Ne? Wow! Ja, ja. Steht hier auf einer Stufe eigentlich? Oder? Falsch gerechnet. Ja, das könnte. So. Können Sie nochmal aufstehen? Ja, der ist sehr muskulös, der junge Mann. Das ist schwer. Der ist ziemlich groß. Das wird ihm auch nicht so behagen. Können Sie mal auf die gleiche Stufe gehen, bitte? Ja, wenn man jetzt wüsste, wie schwer die Knochen bei den Jungs sind. War das jetzt schwer zu sagen? Ich würde spontan sagen, die sind beide zu schwer. Oh, ja? Jetzt, also da bin ich Dankeschön. Jetzt gespannt. Sie sehen auch toll aus, aber... Also da bin ich jetzt gespannt, ob der nicht am Ende... Aber gut, was heißt zu schwer? Es sollen genau 400 Hallo? Sein. Es ist schwierig Moment, zu sagen. Das muss ich kurz rechnen. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Willst du noch einen haben? Heiko ist fertig. Ich glaube, Raab liegt recht gut. Du musst auch mal drauf, ne? Das weißt du. Ja, 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 ja. Siehst du, ich hätte mich beinahe den Fehler gemacht. Da geht's nämlich schon los. Ich hab's ja nur 12-mal gesagt. So, ich brauche noch einen. Oh. 400 brauche ich. 400. Ja. Aber Scheiße, gut, wenn er es noch merkt. Denk an deine Titanschraube, die wiegt auch. Ich war bei 500. Oh, dann habe ich zu viel, Scheiße. Ich habe ein kleines bisschen zu viel jetzt. Ja, aber ein kleines bisschen. So, dann stelle ich dazu. Ah, 400. Eine Nummer. Ah, ich hätte die ganze Zeit auf 500 gerechnet. Wo hast du denn die 5 hingetan? Da. Ich glaube, er liegt gar nicht so schlecht, weil die ersten drei von jetzt links gesehen, noch ich dazu gemusst, die dann könnten durchaus unter 80 jetzt liegen. Jetzt fluche nicht. Wenn ich noch, ich hätte noch einen gebraucht mit 100 Kilo bei 500. Ja. Wir lösen auf und bitten jetzt die Dame und den Herrn mit der 1 auf die Waage.
Wir gucken nicht hin. Wir gucken nicht hin. Okay. Ich muss es leider aus notariellen Gründen vorlesen. Erst wenn zwei draufstehen, dann können Sie sich selber ein Bild machen. Ja. So, ja. Stefan, komm mal hier hin, bitte. Ja, ach so. Ich will gucken. So, da sehen wir auch. Links haben wir so ein und 78, 79 zu 66. Alles klar. Dankeschön. Und die Herren 2, bitte. Also es scheint mir in diesem Bereich zu sein bei Raab, dass er so gedacht hat, immer so um die 80. Natürlich stehen beide, sonst kommt bei macht die Addition schon nicht viel Sinn. Beide zusammen, fast 160, das ist genau das, was ich glaube, dass er das gedacht hat. 80 fast, 179 auf der Seite von Heiko und bei Stefan 156,5. Dann die Herren 3, bitte. Ich glaube, bei Heiko wird es zu schwer. Bei Heiko 290,5. Nee, bei Heiko wird's gut. 232,5 bei Stefan. Ich glaube, das wird extrem knapp zwischen beiden. Bei Heiko tippe ich Simpfe. So, weiß, dann die Nummer 4 erst von Stefan jetzt. Ach, ist das eng. So, und er ist sehr schwer. Ja, er ist, das ist 331,5. Das sind die 10 Kilo wahrscheinlich, die er mehr hat. Nach wie vor natürlich 290,5. Und jetzt bitte Heiko und Stefan. So, Heiko, der bringt das auf die Waage. Ja. Ja, ja, das war dieser eine kräftige. Für Heiko und seine Gang. Dankeschön. Vielen Dank. War schwer. Ich dachte, ich hätte viel zu tun. Dass Sie mitgemacht haben. Dankeschön. Nee, ich hab genau Dankeschön. Das ausgerechnet, weil ich dachte, danke sehr. 500. Und dann wollte ich noch einen mitnehmen. Karten könnt ihr mitnehmen. Ja? Habt dann Andenken. Danke an unsere Kandidaten aus dem Publikum. Und das sind Punkte für Heiko. Nämlich 8 auf sein Konto. Und damit geht es 30-6 für Heiko gegen Stefan. Und es lohnt sich für Heiko. 30-6. Das kann aber noch ein ganz langer, spannender Abend werden. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Schlag den Raab mit links. Es geht um 1 Million Euro und Heiko ist auf einem sehr, sehr guten Wege. 30-6 für Heiko aus Paderborn. Stefan, wir haben immer noch nicht bergfest, also da kann man noch ein bisschen dran schrauben. 84 Punkte sind noch offen, gerade mal 36 gespielt. Und das ist unser nächstes Spiel. Stimmt's? Ein Pultspiel. Ihr werdet mit einer Behauptung konfrontiert. Und ihr entscheidet innerhalb von 5 Sekunden, ja, die Behauptung stimmt oder nein, die Behauptung stimmt nicht. Gebt bitte eure Antwort ab. Mit links gebt ihr natürlich eure Antwort ab. Keine Antwort ist eine falsche Antwort und dafür kriegt man ein Kreuz. Und wer zuerst 4 Kreuze gesammelt hat, der verliert und der Gegner gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand werden so lange Fragen gestellt, bis ein einzelner Spieler einen Fehler macht, also nach dem guten alten Sudden-Death-Prinzip. Willst du ein Bäulchen oder geht? Alles gut? Nee, alles okay. Wir machen ein Beispiel an dieser Stelle. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Stimmt's? Bitte mit links. Ja, okay, sehr gut. Dem Song nach müsste man sagen ja, aber Fakt ist natürlich nein. Nein, habt ihr beide gesagt und ihr habt natürlich recht. Das stimmt nicht. Natürlich gibt es Bier auf Hawaii. Die größte Brauerei heißt Kona. Also
So ist das Spiel. Habt ihr Fragen? Alles klar? Gut, dann legen wir los. Wer als erstes 4 Kreuze gesammelt hat, der hat verloren. Hier ist die erste Behauptung. George Washington war der erste US-Präsident. Stimmt's? Stefan sagt nein, Heiko sagt ja. Und war das nicht Lincoln? Ist das erste Kreuz für Stefan. Es stimmt. Ach. George Washington war der erste US-Präsident von 1789 bis 1797. Schon ein Fehler für Stefan. Bei 3 weiteren ist Feierabend. Nächste Behauptung kommt jetzt. 1000 Füßler haben 1000 Füße. Stimmt's? Beide haben schnell gedrückt. Nein, sagen beide. Und beide haben recht. Das stimmt natürlich nicht. Kein Fehler von Heiko und Stefan. Dritte Behauptung für euch. München ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands, gemessen an der Einwohnerzahl. Stimmt's? Hä? Ich ja, hab gedrückt, es hat aber nichts angezeigt. Ja, wir haben es aber gesehen. Du hast? Ja gedrückt. Ja gedrückt. Heiko hat nein gedrückt. Und das ist das zweite Kreuz für Stefan. Es stimmt nämlich. München ist gemessen an der Einwohnerzahl die 2. Es stimmt, hast du gesagt? Stimmt's, habe ich gefragt. Und da hast du gesagt, ja. Ja, stimmt. Es stimmt aber nicht. Ach so, denn die zweitgrößte ist Hamburg mit 1,8 Millionen. München hat 1,3 Millionen. Ach, guck mal an. Das ist schon das zweite Kreuz nicht. Für Stefan. 4 Scheiße. Braucht man, dann hat man das Spiel verloren. Also, Konzentration bei Stefan, sonst geht das hier flöten. Nächste Behauptung. Ottmar Hitzfeld ist Schweizer. Stimmt's? Auch hier gibt's wieder unterschiedliche Antworten. Heiko sagt, ja, das stimmt. Stefan sagt, nein, das stimmt nicht. Und Ottmar Hitzfeld kommt aus Lörrach. Das liegt in Baden-Württemberg, 5 Kilometer vor der Schweizer Grenze. Also das ist das erste Kreuz für Heiko. Stefan holt demnach auf. Hier ist die nächste Behauptung. Mit einem Hygrometer misst man den Luftdruck. Stimmt's? Mit einem Hygrometer misst man den Luftdruck. Stefan sagt, ja, das stimmt. Das ist ein Barometer, oder? Barometer, fuck! Ja, das ist ein Barometer und deshalb ist das dritte Kreuz Nein, für Stefan. Das müsst ihr wissen. Hygrometer, Total Luftfeuchtigkeit. Quatsch. Luftfeuchtigkeit, ja. Ah, ärgerlich. Noch ein Fehler, Stefan, dann ist das Spiel vorbei. 3 Kreuze bei Stefan, 1 bei Heiko. Nächste Behauptung, das ist die 6. Mehr als die Hälfte der Bundestagsabgeordneten sind Frauen. Stimmt's? Beide sagen nein und beide haben recht. Es sind nur 32% Frauen im Bundestag. Also kein Kreuz für euch. Habt ihr richtig gemacht. Und die nächste Behauptung. Zebras sind Pferde. Stimmt's? Beide sagen nein, Zebras sind keine Pferde und Zebras sind Pferde. Das sind für beide ein Kreuz, aber das ist dann das vierte Kreuz für Stefan und damit gewinnt Heiko das Spiel Nummer 9. Stimmt. Ja, Leute. Das. So, Reset-Taste drücken, ja, Stefan. Barometer ist doch völlig klar. Ja. Komm. Schwamm drüber, aber trotzdem müssen wir auf die brutale
Anzeigentafel schauen. Aus Stefans Sicht, für Heiko sieht das natürlich ganz hervorragend aus. 39 Punkte. Und er ist in 7 Meilen Wanderschuhen auf dem Weg zu 1.000.000. 6 Punkte für Stefan und das ist Spiel Nummer 10. Kegeln. Hast du geübt, Stefan, oder? Winkt ab. Hast du mit links geübt? Bowling. Bowling? Ja, ist so ein bisschen vergleichbar. Nur Löcher haben wir mit Zahnpasta zugemacht. Kommt rüber. Wir sind gleich wieder da, liebes Publikum. Wir gehen mal kurz rüber in unsere Kegelhalle. Das hast du alles noch, als klar war, schlag den Rand mit links. Seit letztem Donnerstag hast du das alles noch drauf muss man getan. Sich, muss man sich alles rantun. Also ja. Ja. Perfekte Vorbereitung. Ich musste hier arbeiten. Ja, das ist natürlich Schicksal. Ja. Aber man kann es ja trotzdem schaffen, auch wenn man nicht geübt hat. Das ist unsere Kegelbahn. Kommt mal mit und wir haben ein ganz bestimmtes System mit euch vor. Spielen Komm wir eben runter, Stefan? Hohes Haus oder niedriges Haus? Ja, oder wir so. Spielen hohe Hausnummer, genau. Ja, genau. Gespielt wird nach dem Modus hohe Hausnummer. Gut zuhören, Stefan. Mit 3 Stellen. Das heißt, nach einem Wurf entscheidet ihr, an welche der 3 Stellen die Wurfpunktzahl gesetzt werden soll. Nehmen wir mal an, so, Stefan hat eine 4. Dann sagt Stefan mir, die 4 soll hierhin, hierhin oder hierhin. Ja? Und wer nach einem Durchgang dann die höhere Hausnummer hat, der hat den Durchgang gewonnen. Eine Rinne, Pudel, Gosse, was da auch alles für Ausdrücke gibt, zählt eine 0, muss man natürlich auch setzen. Ja? 3 Durchgänge. Wir spielen Best of 5. Okay. Das heißt, wer 3 Durchgänge gewonnen hat, der hat Kegeln gewonnen. Ich muss am Ende die höchste Zahl hier stehen. Genau, die höchste dreistellige Zahl muss hier stehen. Ja. Ja? Das heißt, da muss man auch ein bisschen taktieren. Ja. Nein, nein. Ja, okay. Die höchste dreistellige Zahl. Wenn du also hier 2 Neunen hast, aber dann hier die 1. Ist schlecht. Hast du ein bisschen was taktisch falsch gemacht. Aber gut, das werdet ihr euch überlegen. Wie viele Kegel sind das denn? 9 hier, oder? Das sind 9. Genau. Stefan beginnt. Die Linie darf nicht übertreten werden. Ne? Okay. Das ist natürlich jetzt kein Probewurf. Und das Ganze wird natürlich... Ihr denkt es euch fast, mit kein links Probewurf? Absolviert, nur mit links kegeln. Kein Probewurf, es geht direkt recht. Los. Erster Versuch für ja, Stefan. Das ist ja total. Ja, und das wird jetzt sehr interessant, ob Raab da wirklich eine Chance hat gegen Heiko, der sich sehr, sehr gut präsentiert hat hier bisher. Aber der sieht nicht schlecht aus von Raab. Ein bisschen dünne, naja, war ein bisschen zu schwach. Das ist eine 4. Wo soll man die hinmachen, Stefan? Ja, auf die dritte Position. Muss ich das jetzt entscheiden? Ja, ne? Jetzt. Ja, das Warte. Ich kann ja auch 2 los. Gar nicht hinmachen, oder? Bitte? Ich kann ja auch, ich habe doch 5 Durchgänge, ne? Nein, Best of 5. Das heißt, wer 3 Durchgänge, also 3 Durchgänge, 1 Durchgang, wartest du noch kurz? Ja, danke. Du wirfst 3-mal und dann hast du jeweils eine Zahl und das musst du nach jedem Durchgang natürlich diese Zahl setzen. Das heißt, diese 4 musst du jetzt dorthin setzen, dorthin oder dorthin. Du hast was von 5 Durchgängen gesagt. Nein, Best of 5. Das heißt, wir haben also maximal 5 Durchgänge. Aber ein Durchgang sind ja 3 Kegel, beziehungsweise Kugeln. Verstehst du das? Ach so, Durchgänge. Durchgänge, ganz klar, Durchgänge. Jetzt verstehe ich nicht hier. Also das wird 3-mal, dann werden die wieder weggeräumt am ersten Mal. Richtig. Und dann kommt es nochmal. Ja, alles das klar, ist der Durchgang. Okay, jetzt verstehe ich. Ja, also sag's dann sag's doch gleich. Die 3. Die 3. Ja, und es kommen tatsächlich Fragen auf, ob er nur aufs Handgelenk gefallen ist bei seinem Sturz. Ach, halt doch die Klappe. Also, das ist ja erstaunlich, wie schwer er sich tut. Und jetzt kommt Heiko. Oh, das ist eine 0. Der Pudel, die 0. Überraschenderweise wird er die nicht an die 1 setzen. Ah, Buschi, du bist ein Fuchs. Ja, aber hallo. So, das ist... So, wir hoffen, dass Raab jetzt verstanden hat, wie es geht. Ja, habe ich. Gut. Das ist aber eine 0. Ja. Mann. Ja, hier natürlich. Ja, ich frage ja nur. Wenn er die jetzt an die 1 gesetzt hätte, dann hätten wir sofort den Arzt rufen müssen. So, was legt Heiko jetzt nach? Und der zweite... Also wenn da jetzt ein Pfund kommt und der sieht gut aus,
Ach, nee, die Entscheidung ist nicht so einfach. Ja, doch, die ist eigentlich einfach. Die ist eigentlich einfach. Also alles, das können wir jetzt. Wo willst du hin? Schauen wir mal. An die zwei. So. Und jetzt ist es an Stefan Raab hier vorzulegen. Wenn er da jetzt einen Pfund hinlegt, dann setzt der Heiko unter Druck in diesem ersten Durchgang beim Kegeln. Nein! Ach du meine Güte. Ja, so, und das ist schon klar, dass diese Hausnummer an Heiko geht. Sie hin. Denn selbst wenn er jetzt... Aber das ist schon der erste Durchgang. 40 zu 4 für Heiko. Du brauchst gar nicht. Nein, kannst du hinlegen. Ja, bestimmt jetzt an, oder? Bitte? Ich fange doch bestimmt jetzt an. Ja, aber ich muss ja erst wegmachen. Das ist der erste Durchgang für Heiko. 1 zu 0. Also, für den Mann geht es heute Abend hier um 1 Million Euro. Und er dominiert diesen Abend bisher. Aber... Raab ist ein Kämpfer. Ich bin gespannt, wie lange der so cool bleibt. So, jetzt fängt der Heiko mal an. Ja, also da sieht man auch ganz deutlich, weil es ja Irritationen gab, weil er Baseballer ist. Man sieht ganz deutlich, dass er da mit links auch Schwächen hat. Raab ist hier nicht chancenlos beim Kegeln. Überhaupt keine Frage. Man kommt sich echt total... blöde vor mit links. Ja, man kommt sich... Ja, Spaß dir. Ja, der kommt an, aber der ist vielleicht zu locker. Aber wenn er den gut trifft... Nee. Ja, doch, doch. Das ist bisher der Beste. Das ist eine 5. So, wo soll die 5 hin, Stefan? An die 2. An die 2. Da sind einige aus Mitleid noch gefallen. Das war sehr, sehr langsam. So, jetzt Heiko. Ich kann halt nicht schneller werfen. Was soll ich denn machen? Zweiter Wurf. Oh, der ist gut. Aber es fallen nur 4. Und jetzt ist er unter Druck in diesem Durchgang. Das ist keine Frage. 2. So, und Raab hat ja jetzt noch 2 Möglichkeiten. Wenn der erste jetzt schon eine hohe Nummer wird, also viele Kegel fallen, ja, dann muss er sich natürlich überlegen, was er macht. Behende wie eine Gazelle. Ja, ja, yes! Ja. Das ist eine 7. Und, also, die setzt da, ja, habe ich gerade gehört, an die 1. So, und das ist ja das Irre jetzt an diesem Hausnummernkegeln. Er hat hier trotzdem noch alle Chancen, Heiko. Denn wenn er jetzt 8 erzielt, das ist nochmal hier die Zeitlupe vom Superwurf von Raab, aber macht er jetzt die 8, gewinnt er auch Durchgang 2. Nein. Yes! 1-1. Und das ist der Durchgang für Stefan, denn das ist nur eine 6. Aber hier sehr, sehr schön zu beobachten bei beiden, wie sie jetzt schon in diesem zweiten Durchgang deutlich besser agiert haben. Also auch da scheint so eine Geschichte zu sein, dass man sich langsam rantastet. Und Stefan fängt wieder an. Ja. Dritter Durchgang, 1-1 in den Durchgängen. Wer als erstes 3 Durchgänge gewinnt, hat Kegeln gewonnen. Das muss an ihm nagen, dass der Abend bisher so eindeutig verläuft. Aber jetzt hat er es. Jetzt hat er einen guten Rhythmus, obwohl, da hätte ich gedacht, es fallen mehr. Er offensichtlich auch, die 3. Hinten. Dritte Position. 5, ne? Best of 5. Okay. Best of 5, 3 durch. Ich dachte, wir haben 5 Kegel und dann können wir es ausmachen. Aber ist ja alles noch im Lot. Oh ja, ja, und jetzt bin ich gespannt, wo er die hinsetzt. Jetzt bin ich gespannt. An die 1. Mhm. An die 1. Das ist interessant, aber er hat ja sehen müssen, Raab ist in der Lage, eine 7 zu werfen. Wir haben es vorhin gesehen. Oh, ich weiß nicht, ob das nicht ein Fehler war von Heiko. Come on! Der ist gut. Und da ist wieder. Das gibt's ja gar nicht. Und das ist der dritte Durchgang für Stefan. Also zumindest Bowling-Spieler haben ja so eine Manschette wie Raab. 2-1. Wie Raab sie trägt, haben die ja normalerweise an der Wurfhand. Ein Durchgang muss Stefan noch gewinnen. 2 Durchgänge muss Heiko gewinnen, der jetzt wieder anfängt. So, jetzt ist der Druck zum ersten Mal so richtig in dieser Sendung bei ihm. Der ist... Nee. Ja,
manchmal ist das gar nicht so gut, so fest. Eine 3, wo soll die hin, Heiko? Und die 2. 2. Zweite Position. Er hat auch kein Vertrauen mehr in seine Künste, habe ich den Eindruck. Darf sich jetzt hier überhaupt nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Raab ist aber wieder da. So, legt er wieder einen Fund vor. Nein! Ach du meine Güte. Ja, hinten natürlich. Das, Mann, hab ich mir gedacht. So. 2-1 in den Durchgängen für Raab. Jetzt kommt Heiko. Wichtiger Wurf. Kann er da vorne jetzt eine hohe Nummer hinsetzen? Ja. Ja. Das ist eine 6. So, und das hatten wir ja vorhin auch schon mal, ne? Da hat er es an die 1 gesetzt. Was macht er jetzt? Wohin denn? Machen wir die 3. Ja, also er ändert die Taktik. Vorhin hat er die 6 vorne hingesetzt und musste erleben, wie Raab gekontert hat. Dass ich mal Kegeln kommentieren würde mit links. Nein! Oh, oh, oh. Und jetzt ist er. Jetzt muss der Letzte aber scheppern. Auf der anderen Seite. 2 auf die 2. Das ist ja das Irre. Wenn der Heiko jetzt einen schlechten macht, dann legt der Raab vielleicht den Elfmeter hin. Also es ist überhaupt noch nichts entschieden. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's um den Grill beim Kegeln. So, und das lässt alle Chancen für Raab. Und gewinnt Raab diesen Durchgang, gewinnt er Kegeln. Wenn du jetzt mehr eine 3 Kegel dann hat das rumschmeißt, dann hast du gewonnen, Stefan. Eine 3 reicht. So, und er hat nochmal dieses Killer-Gen. Und dann ist er zurück an diesem Abend um 1 Million Euro. Ja, und ich glaube, das reicht. Ja, das reicht. Und das ist der Sieg für Stefan im Kegeln. Mit einer satten 7. Aber mit so einem Eierwurf, ne? Ja. Das ist bitte ja. Pipi. Und du hast richtig Maggi wieder drin gehabt und ja, teilweise nur 2 gehabt. Wir müssen eben Punkte machen. Total also, frontal. Hier. Hätte ich nicht gedacht, dass ich eine Chance habe. Das die Punkte für das Spiel Kegeln. Das sind 10 Stück und damit verkürzt Stefan auf 16-39. Und wir gehen wieder rüber. Und hier sehen wir Stefans entscheidenden letzten. Der zwar fast verhungerte, aber eine ja, sehr, sehr hohe Trefferzahl. Ja, 7 Kegel. Ich hatte wenig. Da vorne stehen, da brauche ich kein Risiko zu gehen. Und die Bahn ist ja immer so ein bisschen gewölbt beim Kegeln. Wenn du nicht zu schnell wirfst und ganz langsam, dann kann der eigentlich nicht in die Kalle gehen. Kommt mittig rein und hat Kegeln gewonnen. Stefan ist wieder da, meine Damen und Herren. Stefan gegen Heiko heute um 1 Million Euro. Und das Ganze bei Schlag den Raab mit links. Ja, das wird noch eine ganz enge Kiste eventuell. Und das ist Spiel Nummer 11. Wo liegt was? Da spielen wir hier am Pult. Gesucht werden Orte, die in eine Frage verpackt sind. Ihr seht eine Deutschlandkarte. Eine Deutschlandkarte ohne Bundesländergrenzen. Und auf dieser Karte müsst ihr mit eurem Eingabestift die Orte einzeichnen und dann mit OK bestätigen. Und der Stift kommt selbstverständlich in die linke Hand. Der Heiko macht das schon völlig richtig. Wer näher am gesuchten Ort liegt, der bekommt einen Punkt. Und wer als erster 5 Punkte hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Bei gleichem Abstand vom Ziel, was sehr unwahrscheinlich ist. Trotzdem gibt es dann für keinen einen Punkt. Wir machen mal ein Beispiel. Wo residiert der Senat im Roten Rathaus? Einmal reinmalen, mit OK bestätigen. In einem Roten Rathaus oder in dem Roten Rathaus? Im Roten Rathaus. Es gibt viele rote Rathäuser. Ja, aber im Roten Rathaus. Also da ungefähr, würde ich mal sagen. Achso, ich darf nicht mit links machen hier, ne? Bitte mit OK bestätigen. Es ist ja ein Beispiel, dann könnt ihr euch vielleicht denken, welches rote Rathaus wir meinen. Welches meinen wir denn, Heiko?
Berlin. Jawohl. Wie weit seid ihr von Berlin entfernt? Das ist Stefans Berlin, das ist Heikos Berlin. Ja, und da wart ihr schon bald in Mecklenburg-Vorpommern. Stefan war näher dran, kriegte also einen Punkt, war aber nur ein Beispiel. Ja? Wer zuerst 5 Punkte hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Und gleich beginnt Spiel 11. Wo liegt was? Spiel 11, wo liegt was? Und wir beginnen. Erste Frage. Wo steht die Wartburg? Wo steht die Wartburg, die seit 1999 zum Weltkulturerbe gehört? Wo steht die Wartburg? Ja, die Wartburg. Die Wartburg. Seit 1999 Weltkulturerbe. Da ungefähr. Wenn ihr euch sicher seid, dann bitte okay. Ja, scheiße. Was? Ich bin mit dem Finger da drauf gekommen und der hat sich wieder woanders hingetan. Moment. Heiko, hast du? Ich glaube, da ist. Bin mir nicht sicher. Heiko hat zumindest eingeloggt mit okay. Stefan, wie sieht's aus? Bitte mit links. Ungefähr da. Ich probier's mal. Kann ich nicht sagen. Die Wartburg. Eisenach. Das ist Eisenach im Thüringer Wald. Richtig. Aber ich weiß nicht genau. Martin Luther als Junker Jörg das Neue Testament übersetzt hat. Eisenach, Thüringen. Das ist schon mal gut. Aber wo habt ihr Eisenach hingesetzt? Das ist Stefans. Eisenach. Ja, das ist das Eisenach von Heiko. Auch Stefan war ein bisschen entfernt, aber näher dran. Das ist der erste Punkt für Stefan Raab. Und hier ist die zweite Frage. Wo liegt die höchste Erhebung des Fichtelgebirges? Weißt du, du grinst schon so. Hä? Weißt du es? Die höchste Erhebung des Fichtelgebirges. Keine Idee, Stefan? Oder bist du noch am. Ich bin mir ehrlich gesagt im Moment gerade nicht sicher. Diese Mittelgebirge, die schmeiße ich oft mal durcheinander. Das Fichtelgebirge liegt, da ist es nicht. Oder ist ein Teil dessen, was ich denke? Dann könnte ich mich natürlich täuschen. Da gibt es wunderschöne Weihnachtsbäume, die man malen kann. So. Ja. Ich hätte gerne eine Antwort. Wer kam denn noch daher? Irgendein Sportler kommt aus dem Fichtelgebirge, der wurde immer so benannt und hat einen Dialekt gesprochen, über den ich das genau zuordnen könnte. Heiko hat eingeloggt. Stefan, bitte. Ehrlich gesagt, da bin ich ein bisschen unsicher. Warte mal, da unten ist. Stefan, ich brauche eine Antwort.
Einloggen bitte. Einmal okay. Stefan. Ich weiß es nicht. Oh, keine Ahnung. Trotzdem okay, bitte. Irgendwo Richtung Ost. So, jetzt. Warte mal, ich guck mal vielleicht da. Da ist aber kein Gebirge hier. Oder da. So, okay, jetzt. Ich mach einfach mal, ich weiß es nicht genau, echt. Okay. Der Schneeberg. Die höchste Erhebung des Wichtelgebirges, der Schneeberg, wer wüsste es nicht, mit 1051 Metern. Und irgendwo, wir schauen mal, wo ich hab geraten. Ihr das Fichtelgebirge platziert habt. Da Stefan, da Heiko. Und da ist das Fichtelgebirge und das ist der zweite Punkt für Stefan Raab. Nur 84 Kilometer. Vom Schneeberg entfernt. Diese Mittelgebirge sind immer schwierig. Das ist der Bayerische Wald ist da auch noch in der Ecke. Da kann man sich auch vertun. Manchmal sind so Teile eines Mittelgebirges auch noch mit anderen Namen benannt. Naja. Hat doch geklappt. 2-0 für dich. Aber Heiko kann mit der nächsten richtigen Nadel schon wieder rankommen. Wo werden Rednitz und Pegnitz zur Regnitz? Regnitz und Pegnitz zu Regnitz. Zu Regnitz. Die Regnitz. Die Rednitz und Pegnitz. Ich habe ein bisschen eine Ahnung, ich weiß Regnitz. Zumindest, wo die beiden Flüsse sind. Ich weiß aber nicht, wo sie. Wo werden Rednitz und Pegnitz zur Regnitz? Das kann man mit zwei Glühwein aber auch nicht mehr aussprechen. So. Ich hätte dann gerne mal eine Antwort. Ah ja, ey, das ist tricky. Hast du? So, ich will eine Antwort. Jo, keine Ahnung. Also ich weiß, dass die Pegnitz in durch oder in Nürnberg fließt und die Regnitz auch im Frankenland unterwegs. Das heißt, nah dran. Hä? Bin ganz weit weg. Wo bist da du? Irgendwo werden irgendwo die beiden dann auch zur Regnitz werden. Irgendwo in Franken. Franken. Irgendwo im Osten. Du warst irgendwo im Osten. Nordostbayern. Wir suchen Fürth. Ja, das ist doch direkt neben Nürnberg. Da ja, dann schauen wir mal. Dann dürfte das theoretisch dein dritter Punkt sein, wenn Heiko irgendwo im Osten ist. Ja, dann müssen wir. Ja, das ist dein dritter Punkt. Fürth. 3-0. Das sieht deutlich aus, aber noch ist nichts verloren bei diesem Spiel, Heiko. Mit welcher Stadt verbindet man den berühmten Rattenfänger? Das könnte man wissen, aber wo ist das denn genau? Mit welcher Stadt verbindet man den berühmten Rattenfänger? Dann tipp irgendwas und bitte einloggen. So langsam. Okay. Heiko habe ich. Stefan habe ich auch. Es ist selbstverständlich Hameln. Hameln. Wir suchen Hameln. Der Rattenfänger von Hameln. Auf jeden Fall Niedersachsen.
Aber wo ja, genau da hat sich wohl zwischen Hannover und Bremen, oder? Weißt du genau, wo es ist? Dann schauen wir mal. Westfalen, ne? Hä? Westfalen. Gehört das nicht zu Niedersachsen? Das gehört schon. Und da seid ihr relativ nah dran. Und das ist der Punkt für Heiko. Ah. 30 Kilometer entfernt, Stefan. 25 Kilometer mehr. Der Rattenfänger von Hameln. 1284 war das irgendwie. Und seitdem ist auch nicht mehr viel in Hameln passiert. So. Fünfte kleine Aufgabe für euch. 2:1 so noch. Wo entsteht... 3. Entschuldige bitte. 3:1, selbstverständlich. Wo entsteht die Waldschlösschenbrücke? Wo entsteht die Waldschlösschenbrücke? Stefan ist schon auf der Pirsch. Heiko hat noch keine Idee. Weißt du nicht? Keine Ahnung, was das ist. Dann einfach irgendwo die Nadel reinsetzen. Da kann man ja auch trotzdem einen Lucky Punch mitmachen. Wo entsteht die Waldschlösschenbrücke? 3:1 für Stefan. Der braucht nur noch 2 Punkte bei Wo liegt was und hat dann mögliche 11 so auf dem Gesamtspielkonto. Bitte einloggen. Ich habe Stefan, ich habe Heiko. Heiko, wo glaubst du? Du hattest keinen Plan? Keine Ahnung. Wo warst du? Wieder irgendwo im Osten? Ja, jetzt bin ich in Bayern, glaube ich. Ja, wärst du mal im Osten gewesen? Also Dresden, meine ich, ist das. In Dresden. Über die Elbe. Über das Elbtal. Genau. Dadurch hat das Elbtal auch einen Titel als Weltkulturerbe verloren. Und bitte nicht den Stift runterschlucken. So ja, praktisch ja. Dresden 21. Wir suchen Dresden. Die Waldschlösschenbrücke. Das ist Stefan und das ist Heiko und das ist der 4. Punkt für Stefan. Das sind kleine Matchbälle. Mögliche 11 Punkte danach für Stefan, aber noch kann Heiko kontern. Wo grenzen Thüringen, Bayern und Hessen aneinander? Gesucht ist der exakte Mittelpunkt. Wo grenzen Thüringen, Bayern und Hessen aneinander? Ah, okay. Bayern, Thüringen, Hessen. Irgendwas mit dem Pult? Ah, jetzt kommt er. Geht wieder? Kannst du noch bewegen? Okay. Wenn ihr meint, den Punkt gefunden zu haben, dann auf OK. Ungefähr. Okay, Heiko habe ich, Stefan habe ich auch. Wir suchen den exakten Punkt, wo Thüringen, Bayern und Hessen aneinander stoßen. Wir schauen uns mal eure Nadelstiche an. Das ist Stefan, das ja. ist Heiko ja. und das ist Heikos Punkt. 30 Kilometer nur entfernt, 60, Stefan, das ist der 2. Punkt für Heiko. Einen kleinen Matchball abgewehrt, 4:2, aber immer noch die Führung für Stefan und hier ist die nächste Aufgabe für euch. Wo steht das Bruchwegstadion? Wo steht das Bruchwegstadion?
macht Stefan den Punkt? Kriegt er 11? Oder kann Heiko nochmal abwehren? Gesucht ist das Bruchwegstadion. Da irgendwo. Ja, schwer, ey. Wenn ihr habt, bitte auf OK. Ja. Stefan, wo steht das Bruchwegstadion? Mainz, meine ich, oder? Mainz, die Heimat von Mainz 05. Nächstes Jahr gibt's ein neues. Denn das ist schon ein bisschen marode. Auch Heiko hat Mainz gesucht. Wie weit seid ihr von Mainz entfernt? Stefans Mainz ist tendenziell ein bisschen sehr weit nördlich. Und das ist der dritte Punkt für Heiko. Was? Echt? Nur 26 Kilometer entfernt. Der Heiko, du 109. Da warst du ein bisschen zu weit im Norden. 4-3. Heiko kommt ran. 2 Punkte jetzt in Folge für ihn. Und das ist die nächste Frage. Wo liegt der Watzmann? Wo liegt der Watzmann? Der Watzmann. Der Watzmann. Meinst du begraben oder? Er freut sich noch. Agiler Gesundheit. Wo liegt der Watzmann? So sicher bin ich mir da nicht. Ehrlich gesagt, wo der Watzmann ist. Ich brauche aber eine Antwort. Gewinnt Stefan diese Frage, wo der Watzmann liegt, dann gewinnt er auch das gesamte Spiel und hat 11 weitere Punkte. Und die Führung und der Vorsprung von Heiko schmilzt. Oder macht Heiko hier seinen Hattrick und gleicht aus? Das können wir natürlich nur auflösen, wenn wir auch eine Antwort haben. Heiko, wo liegt der Watzmann? Keine Ahnung. Das heißt, du hast einfach mal einmal in die Mitte gestochen. Und du, Stefan? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich meine mich erinnern zu können, dass das irgendwo da bei Berchtesgaden liegt. Königssee, irgendwo habe ich da mal im Zusammenhang Watzmann gehört. Berchtesgadener Alpen, Oberbayern, 2713 Meter über Normal Null. Das ist Stefans Watzmann, das ist Heiko, der einfach einmal in die Mitte gemacht hat. Und das ist der vierte beziehungsweise fünfte entscheidende Punkt. Stefan gewinnt mit 5-3 das Spiel Wo liegt was? Und wir schauen auf das Scoreboard und sehen, ja, Stefan kommt ran. 39 Punkte Heiko, 27 Punkte Stefan. Es wird ein spannender Abend, das habe ich doch gesagt. Kommt auf leisen Sohlen ran gegen Heiko. Das wird noch sehr spannend. Also, bis gleich. So, Heiko führt nach wie vor 39-27 und das ist Spiel Nummer 12. Dosenwerfen, 39-27, das ist der Spielstand. Auch hier darf die Torte natürlich nicht fehlen. Und da ist sie auch schon, ja? Wir haben so langsam Bergfest gehabt. 66 Punkte gespielt, 54 noch offen. Stefan, tut dir nicht weh. Nee, ich übe halt gerade. Es ist halt
Es sieht sehr rund aus, was du machst da. Mit links Dosen werfen. So. Ihr werft abwechselnd. Ist das richtig, dass die da so schräg oben drauf steht, die Dose? Nein, das ist natürlich nicht richtig. Ich will aber nichts anfassen. Hier ist aber Wind. Wo kommt der denn her? Danke, Felix. Riesenapplaus für Felix, der die Dose an diese Stelle gerückt hat, wo sie hingehört. Stefan, blau. Und der Heiko geht rüber zu rot. Ihr werft abwechselnd auf euren jeweiligen Dosenturm, selbstverständlich mit links. Wer zuerst seinen Turm abgeräumt hat, der gewinnt das Spiel. Komplett abgeräumt? Komplett abgeräumt. Das heißt, hier auf der Fensterbank steht nichts mehr. Wenn hier irgendwie noch was rumliegt, auch umgekippt oder nur rollend, gilt das als nicht abgeräumt. Okay, die müssen aber nicht alle hinten reinfahren. Nein, wenn hier was vorne hinknallt, ja, ist kein Problem. Auch hier wieder die Münze, die entscheidet, wer anfängt. Schwarz. Gott. Ich hab's mir fast gedacht. Es ist rot. Das heißt, Stefan beginnt immer abwechselnd auf euren Turm. Ich muss einfach natürlich nur von der Platte. Okay. Ja? Boah. Das ist echt. Ich komme mir vor wie ein Mädchen auf der Kirmes. Wir warten den Wurf ab. Wahrscheinlich sieht es auch so aus. So, es geht los. Dosen werfen, ja, Spiel 12. Stefan. Wie würde ich das denn hier machen? Ja. Ja, das sieht tatsächlich relativ bescheuert aus. Aber der Ball muss die Hand schon verlassen. Ja, ich gucke erstmal. Gut. Und ich behaupte mal, das hätte er mit rechts nicht viel besser machen können. Also das ist so typisch Raab. Das war doch nicht schlecht. So ein bisschen auf Understatement. Und jetzt wirft der Heiko. So, jetzt bin ich mal gespannt. Beim Kegeln haben viele gedacht, er macht's. Ach du meine Güte. Der war satt über den Zaun und der zweite Wurf für Stefan. Aber der ist ihm verrutscht gerade bei Heiko, das hat man gesehen. So Raab kann natürlich jetzt... Ja, das war genauso. Schön abgeguckt. Und der Heiko ist wieder dran. Also Heiko darf natürlich immer mit einem Schritt Anlauf, er darf immer nachziehen, ist ja klar. Stefan wieder, nicht ganz so schnell hintereinander, Jungs. Boah, ey, das ist total Wahnsinn. Kannst echt nur so werfen. Also für alle, die sich jetzt später einschalten und sagen, was sind das denn für zwei Strategen? Ja, der war gut. Es ist Schlag den Rad mit links. Machst du doch sehr gut, Stefanie. Und er hier, der jetzt dran ist, der kann mit 1 Million Euro heute nach Hause gehen. Er führt 39-27. Der war etwas hoch angesetzt. Raab ist vorne. Sein nächster Versuch. Da hat er aber rechts noch eine einsame Dose stehen. Hin. Es sieht wirklich komisch aus, muss man sagen. So. Okay, nächster Versuch für Stefan. Wie gesagt, Raab. Nein, ey. Legt immer vor. Wahnsinn. Das heißt. Er hier legt nach. Oh, jetzt hat er da gleich so eine Reihe unten stehen. Der das ist Turm auch steht. Nicht so günstig. Okay, Stefan. Das gibt's doch nicht. Und der war meilenweit vorbei von Stefan Raab. Also da alles noch, da offen. Da war noch hinten was. Ja, und Heiko. So, Raab da jetzt. Da fällt noch was. Warte, wartet ab. So, es jetzt geht weiter. Jetzt müsste bei Raab mal wieder was fallen. Ja, aber die bleiben blöd da oben liegen. Die eine überlegt es sich noch. Die ganze Fensterbank muss frei. Und ein Airball. Nuller bei beiden. Das geht sehr schnell hier. Jetzt ist Heiko erstmal wieder dran. Also Gemach. Sollten sich auch beide vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ein bisschen mehr zielen. Und Heiko, bitte. Machen Sie daheim an den Bildschirmen mal die Augen zu und hören nur hin. Dann wissen Sie, was hier passiert. Passiert, zumindest bei Raab. Da. Also bei ist meist nichts getroffen. Wenn es scheppert, hat er eine Dose erwischt. So wie eine jetzt. Ganze und Stefan ist wieder dran. So, Augen zu und hinhören. Raab ist dran. Es hat gescheppert. Bei ihm liegen, glaube ich, noch 3 Dosen, wenn ich das richtig... Oder ja, sind es 4? Aber die rechte. Heiko, warte bitte ein bisschen, bis ich sage, weil wir müssen das ja auch alles mit den Kameras mitnehmen. Okay, es war aber nichts... Jetzt ist wieder Stefan dran. Sag mal, Matthias, auch für die Fernsehzuschauer, sind das noch 4 Dosen bei Raab? Das sind noch 4 bei Stefan, ja. Das spiegelt so ein bisschen hier. 4 bei Stefan. Und jetzt ist Heiko dran. Sehr gut. So, da sind es noch 7.
waren es noch 7. Ja, sind es jetzt noch 5. Das ist Raps Dosenbild. Stefan? Ja, jetzt sind es noch 3. Und Heiko, bitte. 5 bei Heiko. Er spielt um 1 Million. Jetzt sind es auch nur noch 3. Jetzt ist es gleich auf. Und wie gesagt, er darf immer nachziehen. Also Stefan, absoluter Gleichstand. Stefan hat angefangen, das heißt, Heiko darf immer noch hinten ran. Das ist nichts. Und Heiko, bitte. So. Und er kann natürlich hier einen großen Schritt machen, Heiko. Da bleibt fast der Ball noch oben drauf liegen. Raab wieder. Nein! Auch nichts. Und Heiko? Jetzt kann er in Führung gehen, Heiko. Wie gesagt, er hat immer den Nachwurf. Ja, jetzt führt er. Ja, jetzt stehen Heiko die beiden natürlich blöd auseinander, aber Raab hat auch ein schwieriges Bild. Nein! So. Heiko, noch 2 Dosen. Nein. So, Raab muss jetzt mal wieder treffen. Stefan? Nein! Ja, die konzentrieren sich auch nur sehr kurz jeweils. Jetzt lässt er sich Zeit. Unterkante und Stefan. Nee. Der trifft gar nichts mehr. Das? So, Heiko. Haben wir überhaupt noch Bälle? Oh. Der ditchte. Gewinnt Heiko Dosenwerfen, hat er, wenn ich das richtig überschlage, im nächsten Spiel ein Matchballspiel. Was mit Raab? Nix ist mit Raab im Moment. 6. Und Heiko. Jetzt hat er es in der Hand. Und was macht Raab jetzt? Noch eine Dose. Stefan hat noch 3. Er trifft gar nichts mehr. Und jetzt, wenn er jetzt räumt, hat er im nächsten Spiel ein Matchballspiel. Heiko, für ihn geht es um 1 Million Euro. Bei Schlag den Raab mit links. Das war nix. Yeah! Und jetzt, ist es ein Herzschlagfinale beim Dosenwerfen. Aber trifft Heiko, jetzt hat er's, denn er hat den Nachwurf. Sag mal, ich hab einen. Stefan hat. Was denn? Ich hab den Nachwurf? Nein, Heiko. Das war heißt, Heiko, wenn er jetzt trifft, hat er das Spiel gewonnen. Du hast angefangen. Ist das spannend. Ganz wichtiger Wurf für Heiko. Ruhe im Studio, er muss sich konzentrieren. Finish! Unfassbar! Ja, Stefan, da ist sehr viel Tragik heute Abend im Spiel. Das ist der Sieg für Heiko im Dosenwerfen. Das sind 12 satte Punkte auf sein Konto. Er hat 51 Punkte. Stefan hat 27. Und das ist die letzte, alles entscheidende Dose. Mann, und das ist ein Home-Run-Jubel von Heiko. Und das nächste Spiel ist ein Matchballspiel für Heiko. Ein Matchballspiel für Heiko. Und so heißt es. Dieses Spiel heißt Wer weiß mehr? Ich stelle euch beiden eine Frage, zu der es eine feste Anzahl und richtigen Antworten gibt. Ihr gebt abwechselnd eine Antwort ab. Wenn einer eine falsche Antwort gibt, bekommt der Gegner einen Punkt und die Frage ist dann sofort aus dem Spiel. Wird alles geraten, bekommt keiner einen Punkt. Und wer als erster 5 Punkte hat, der gewinnt dieses Spiel. Für jede Antwort habt ihr 30 Sekunden Zeit. Wir machen mal ein Beispiel. Gesucht sind die einzelnen Vornamen von Verteidigungsminister zu Guttenberg. Es sind 10. Und wenn ich sage, die einzelnen ohne Bindestrich,
Ja? Also die einzelnen Vornamen. Heiko, fang mal an. Karl. Ja, gut. Dann nehme ich Theodor. Auch dabei. Oh, dann hört es schon auf. Jetzt wird es schon eng. Gustav. Karl könnte sein. Gustav hört sich gut an. Gustav? Nein, nee. Karl Gustav war der andere. Ja. Das war der aus Schweden. Was hat er denn noch? Ja, guck doch mal. Rambo? Was hätte er noch gewartet? Maria, Nikolaus, Johann, Jakob, Silvester, Philipp, Franz, Josef, Silvester. Ah, Silvester und Nikolaus drin. Da war ich mit Rambo gar nicht so falsch. Ja, das ist richtig. Und Kater Carlo hat noch gefehlt, ja. So, ihr habt alles verstanden. Wir losen aus, wer bei der ersten Frage beginnt. Fünf. Wir losen auf, wer bei der ersten Frage beginnt, ab dann immer abwechselnd. Du nimmst wahrscheinlich wieder schwarz, oder? Es ist rot, Stefan fängt an, dann immer abwechselnd. Alles verstanden? Geht das so bei jedem Spiel, dann fange ich an, oder was? Nein. Ah, das bei der ersten Antwort und dann bei der nächsten Frage ist dann der Heiko dran. Alles begriffen? Wir legen los mit der ersten Aufgabe. Gesucht sind die aktuellen Regierungschefs der 16 deutschen Bundesländer. Stefan beginnt. 30 Sekunden ab jetzt. Du hast noch 17 Sekunden, Stefan. Ja. Hannelore Kraft. Hannelore Kraft ist dabei. Richtig. Und die 30 Sekunden laufen jetzt für Heiko. Klaus Wowereit. Klaus Wowereit ist auch dabei. Und Stefan. Mappus. Ja. Reicht der Nachname? Stefan Mappus. Ja, Stefan Mappus. Ja. Reicht auch. Nachname reicht? Nachname reicht. Auch für dich. 30 Sekunden, du hast noch 25. Börnsen. Jens Börnsen ist dabei aus Bremen. Und die Zeit läuft für Stefan. Müsste eigentlich sein, wa? Horst Seehofer ist doch bayerischer Ministerpräsident. Horst Seehofer ist bayerischer Ministerpräsident. Völlig richtig. Und die Zeit läuft. Peter Müller. Bitte? Peter Müller. Ja, gut, ist dabei. Ähm. 20 Sekunden. Putzt du deinen Pult eigentlich? Bist du ein Wellensittich? Ich, Erinnerung, oder? Ich mal schreibe mir Erinnerung drauf. Noch 13 Sekunden. Kurt Beck. Kurt Beck ist dabei aus Rheinland-Pfalz und die Zeit läuft für Heiko. McAllister. McAllister. David McAllister ist dabei. Aus Niedersachsen. Nachfolger von Christian Wulff. Und Stefan hat noch 20 Sekunden. Das gibt's doch gar nicht. Oh, wir hatten das übernommen. Das macht er nicht mehr, oder? Er macht's nicht mehr. 5, 4, 3, 2, 1. Oh Mann, ey, Harry. Und es ist vorbei. Das gibt's doch nicht. Erster Punkt. Peter Harry Carstens. Macht der es noch? Nee, der hat doch auch schon ab. Oder macht der nein, noch, Schleswig-Holstein. Wir gucken mal. Mann, so komm ich der nicht ist drauf. Natürlich noch dabei, Peter Harry Carstens. Ah, oh, Platzig natürlich. Da Arnhaus. Wären noch alle gewesen. Ja. Ja, Platzek, ja. Böhmer, Bouffier, alle, Althaus, ja. Und das ist der erste Punkt für Heiko. Wer als erstes 5 Punkte hat, der
gewinnt dieses Spiel Wer weiß mehr und Heiko führt. Und es ist, wie gesagt, ein Matchballspiel für Heiko. Nächste Aufgabe für euch. Gesucht sind die Staaten, die in der gleichen Zeitzone liegen wie Deutschland. Oder anders, die Staaten, in denen es jetzt genau wie bei uns 0.25 Uhr ist. Es sind insgesamt 42. Ach. Ein kleiner Hinweis. Ja. Staaten, die nur Überseegebiete in der deutschen Zeitzone haben, gelten natürlich nicht. Der Staat selbst muss in unserer Zone liegen. Okay. Ja? Und wenn die keine Sommer- und Winterzeit haben, ist egal. Es geht jetzt um dieselbe Uhrzeit wie in Deutschland. Was sind Staaten für dich, die genaue Definition? Also auch Fürstentümer gelten auch als Staaten. Ist ein Staat. Okay. Ja? Das ist die Definition. Ihr wisst Bescheid. Der Heiko beginnt. 30 Sekunden für Heiko ab jetzt. Frankreich. Frankreich ist dabei. Und Stefan. Deutschland natürlich. Ja. Gesucht sind die Staaten, ja, die in der gleichen Zeitzone liegen wie Deutschland. Ja, Deutschland liegt doch. Also du willst einen anderen. Also ja. Ich will eine. Ich möchte ein anderes Land außer Deutschland haben. Das ist eine falsche Antwort, Stefan. Ach Leute, echt. Ja, Moment. Nein. Nur weil das bei euch nicht auf der Liste liegt. Nein. Also, das ist jetzt echt. Also, nein. Ach Mann, nein. Das ist ganz ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Das ist ärgerlich, aber es ist falsch. Ja, gesucht sind Staaten, die in der gleichen Zeitzone liegen wie Deutschland. Das ja, ist Deutschland, doch nicht liegt Deutschland. Ja, Deutschland liegt in der gleichen Zeitzone wie Deutschland. Das muss man wirklich mal sagen. Ehrlich gesagt. Also, das ist. Da fängt man ja damit erstmal an, oder? Hör doch auf, bevor es eine 5 wird. Sehr ja, an. Also wirklich, gut. Wir hätten ja noch ein paar andere gehabt. Ja? Man Mann. Hätte ja nicht damit anfangen müssen. Ja. Das ist der zweite ist okay. Punkt für Heiko, so brutal es ist. Hier oben steht deutsche Zeitzone. Und da sage ich, Deutschland gehört zur deutschen Zeitzone. Punkt. Da oben steht ja auch nur das, also, was abgekürzt ist. Ich habe ja auch die komplette Frage weiter. Vorgelesen. Immer zuhören, das hilft. Hier ist die nächste Aufgabe. Ja. Gesucht sind alle Substantive, die im Text von Skandal im Sperrbezirk von der Spider-Murphy-Gang vorkommen. Es sind insgesamt 20. Stefan beginnt. Alle Substantive. Darf man da jetzt auch zum Beispiel das Wort Skandal nicht benutzen? Bevor wir anfangen, frage ich jetzt mal, weil das da oben schon steht. Ja, ich frage nur mal, wenn ich jetzt wenn es im Text vorkommt, dann kannst du nennen, was du willst. Ja, dann nehme ich mal Skandal. Die Uhr läuft, ne? 20 Sekunden. Ja. Dann nimmst du? Skandal. Und Skandal ist dabei. Und 30 Sekunden. Dann nehme ich wohl den Sperrbezirk. Den Sperrbezirk, der ist auch dabei. Und die Zeit läuft für Stefan. Nummer ist dabei. 30 Sekunden für Heiko. Freudenhäuser. Haben wir auch. Hofbräuhaus. Richtig. Stadt. Haben wir auch. Sehnsucht. Ja. Wenn ich. Heiko, deine Zeit läuft. Wenn ich aus Versehen eins. München. München ist auch. Ja, Stefan? Ich aus Versehen eins sage, was schon da steht, ist das dann auch schon ein Fehler? Wenn ich es nicht überschaut habe? Ja, deshalb guck drauf. Du musst ja die Freien noch voll machen. 25 Sekunden. Noch. Die wir noch nicht haben. Chance. Ja, richtig.
Laster. Das Laster ist auch dabei. ...23 Sekunden noch für Stefan. Hotel. Hotel d'Amour, ja. Guck mal, wie nett wir sind. Nacht. Nacht. Wo ist die Kamera? Nutten. Können wir gelten lassen. Rosi. Rosi, genau. ...20 Sekunden noch, Stefan. Telefon. Telefon ist auch dabei. Damen. Bitte? Damen ist auch dabei. Noch 15. Boah. Fünf. Vier. Polizei! Ist das dabei, Polizei? Polizei ist nicht dabei. Das hätten wir noch gehabt. Konjunktur. Füße, Mann! Frau und Moral. Das habe ich eben noch gehabt. Die vier waren noch offen und das ist der nächste Punkt für Heiko. Und das ist sein dritter. 5 Punkte braucht man. Um dieses Spiel zu gewinnen, ist ein Matchballspiel für Heiko. Hier ist die nächste Aufgabe für euch. Gesucht ist der WM-Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM 2010 in Südafrika. Es waren 23 Spieler im Kader. Es beginnt Heiko, 30 Sekunden ab jetzt. Lukas Podolski. Den wollte Stefan nehmen. Okay. Ja. Nachname reicht auch hier. Okay. Müller. Müller knapp meistens bei Deutschland. Ja, Thomas diesmal. 30 Schweinsteiger. Sekunden. Bastian Schweinsteiger hast du gesagt. Den haben wir natürlich auch gehabt. Und die Zeit läuft für Stefan. Für Klose. Miroslav Klose. Aha. Heiko. Mertesacker. Der Mertesacker, ja. Neuer. Manuel Neuer, die Nummer 1 auch. Noch 15 Sekunden, Heiko. Tim Wiese. Tim Wiese hat nicht eine Sekunde gespielt, war aber im Kader, richtig? Friedrich. Arne Friedrich auch dabei. Mit einem überragenden Turnier. 25 Sekunden noch für Heiko. Lahm. Philipp Lahm, der Captain. Deine Zeit läuft, wir waren 25 noch. Mann, ey, da bin ich nicht gut drin, sowas. Noch. Boah, ich 5 Sekunden. Nicht. Gut. Butt, Jörg Butt war dabei. Dritter Torwart.
Trochowski. 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 Piotr Trochowski. Und die Zeit läuft wieder für Stefan. Özil. Mesut Özil, selbstverständlich. Badstuber. Holger Badstuber, ja. Noch 10. Löw. Man kann es ja mal probieren. Löw war der Trainer. Wir hätten folgende noch gehabt. Dennis Aogo. Jérôme Boateng, Kakao, Mario Gomez, Marcel Janssen, Sammy Khedira, Stefan Kießling, Toni Kroos, Marco Marin und Serdar Tasci. Das ist der vierte Punkt für Heiko. 4:0. Das gibt's ja gar nicht. Und das ist ein kleiner, aber auch großer Matchball. Denn mit dem nächsten Punkt holst du dieses 13. Spiel und das wäre das alles Entscheidende. Und du hättest 1 Million Euro mehr. So, hier ist die nächste Aufgabe für euch. Gesucht sind die ersten 16 Potenzwerte von 3. Also 3 hoch 1 bis 3 hoch 1. Hoch 16. Wenn ihr das im Kopf ausrechnen könnt, dann sagt mir bitte jeweils die Antwort. 3 hoch 1 bis 3 hoch 16. Es beginnt Stefan. Auch hier wieder die Frage, wenn ich jetzt die erste Zahl erwähnen würde, ja, nämlich 3 hoch 1, die darf ich erwähnen. Die darfst du erwähnen. Und deshalb sage ich ja von 3 hoch 1. Gut, das ist deine Antwort. 3, richtig. 9. Ja. Siebenundzwanzig, richtig. Und die Zeit? 81. 81, richtig. Jetzt kommt 3 hoch 5, ne? Zweihundertdreiundvierzig ist dabei, richtig. Und Heiko. 729 ist dabei.5103 ist nicht dabei. Das ist der Sieg für Heiko. Heiko gewinnt 1 Million Euro. Das ist dein Sieg! Jetzt bist du erstmal sprachlos. Ja. 1 Million Euro für Heiko. Unfassbar.
Bist du zum ersten Mal sprachlos heute Abend? Ich bin in Westbrunn. Und? Ja, du, ihr habt gerade eine Mille gewonnen. Ja, ist doch Wahnsinn. Gib mal was ab. Unfassbar. Was für ein Abend. Schlag den Rab mit links. Stefan. Gut wieder rangekommen. Ja. Jetzt ärgere dich nicht. Ja, natürlich. So, das war Schlag den Rab für heute. Es gibt Gewinner vom Auto. Es gibt Gewinner von den Bildern. Alle eingeblendet. Die nächste Schlag den Rab am 15. Januar 2011. Was guckst du? Willst du mit mir noch über Deutschland diskutieren? Ich bin sauer. Aber ich also hoffe nicht auch, nicht auf Heiko. Heiko hat wirklich super gespielt. Ja. Muss auch wirklich sagen. Ich bin sauer auf mich heute. Ja, das ein oder andere Mal kannst du das sein. Ja, trotzdem gekämpft. Und es gibt doch ein nächstes Mal. Es gibt doch ein nächstes Jahr. Ja. Rutschen Sie gut rein. Tolle Weihnachten. Nicht sauer sein, Stefan. Aber das ist ja das Schöne. Er kann halt nicht verlieren. Aber er ist ein fairer Sportsmann. Ja, ich kann verlieren. Heiko, ich hab's ja gerade gezeigt. Ja. Aber nur schwer. Das ist der Mann des Abends, meine Damen und Herren. Heiko aus Paderborn. Machen Sie es gut. Noch schöne Weihnachten für Sie und einen guten Rutsch. Bis ins nächste Jahr. Ciao, tschüss aus Köln.